für die gemeinsame Kommission zur Umsetzung des Hilfskonzepts für die Opfer der Colonia Dignitat werden von den Fraktionen folgende Mitglieder vorgeschlagen. Von der Fraktion der CDU-CSU die Kollegen Michael Brandt und Dr. Volker Ulrich, von der SPD-Fraktion die Kollegen Dr. Matthias Bartke und Dr. Karl-Heinz Brunner, von der Fraktion der AfD der Kollege Waldemar Hert, von der Fraktion der FDP der Kollege Konstantin Kuhle, von der Fraktion Die Linke der Kollege Friedrich Stretmanns und von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Renate Künast. Sind Sie mit diesen Vorschlägen einverstanden? Das ist offenkundig der Fall. Dann sind die Kollegen Brandt, Dr. Ulrich, Dr. Bartke, Dr. Brunner, Hert, Kuhle, Stretmanns und die Kollegin Künast als Mitglieder der gemeinsamen Kommission gewählt. Des Weiteren soll für den Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung auf Vorschlag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien als Vertreter des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat Frau Dr. Uta Dauke als Nachfolgerin für Herrn Dr. Jörg Bentmann als stellvertretendes Mitglied berufen werden. Sind Sie auch mit diesem Vorschlag einverstanden? Ich höre auch da keinen Widerspruch. Dann ist damit Frau Dr. Dauke als stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrats gewählt. Dann gibt es noch eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, dass der Abgeordnete Dr. Bernd Baumann fristgerecht Einspruch gegen den in der letzten Sitzung gegen ihn erteilten Ordnungsruf eingelegt hat. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 3 nach den ohne Debattepunkten, das ist gegen 12.50 Uhr, aufgerufen. Sind Sie auch damit einverstanden? Ich höre auch da keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen, und damit setzen wir die Haushaltsberatungen fort. Ich rufe auf die Einzelpläne 06 und 21, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, Einzelplan 06, mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 2406 und 2424. Berichterstatter sind die Abgeordneten Martin Gerster, Klaus-Dieter Gröhler, Markus Bühl, Dr. Stefan Ruppert, Viktor Perli, Dr. Tobias Lindner und Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Das ist der Einzelplan 21 mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 24 und 2425. Die Berichterstatter sind die Abgeordneten Dr. Stefan Ruppert, Klaus-Dieter Gröhler, Martin Gerster, Ulrike Schilke-Ziesing, Viktor Perli und Dr. Tobias Lindner. Zu Einzelplan 06 liegt je ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD und der Fraktion der FDP vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Sie sind damit einverstanden? Dann ist das so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Martin Hess, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahr 2017 wurden rund 290.000 Straftaten von Zuwanderern begangen. 290.000 Straftaten, die nie in unserem Land verübt worden wären, wenn diese Regierung unsere Grenzen effektiv schützen würde. Trotzdem erzählt die Bundesregierung der deutschen Bevölkerung ein Märchen. Sie behauptet, Deutschland sei so sicher wie seit 1992 nicht mehr und verweist dabei auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Dabei wissen Sie doch ganz genau, Herr Minister, dass diese eben nicht die gesamte Sicherheitslage in Deutschland abbildet. Das Dunkelfeld, also die Straftaten, die bei der Polizei zwar nicht angezeigt, aber dennoch begangen werden, ist beträchtlich. Nach Schätzungen des Bundes deutscher Kriminalbeamter liegt die Gesamtzahl der in Deutschland tatsächlich begangenen Straftaten nicht, wie in der PKS aufgeführt, bei 5,7 Millionen, sondern tatsächlich bei 25 Millionen. Außerdem ist die islamistische Terrorgefahr nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Und diese ist so hoch wie nie zuvor. Die Zahl der islamistischen Gefährder
der Salafisten und der islamistischen Terrorverfahren eilt von einem Rekordhoch zum nächsten. Und der Verfassungsschutz warnt inzwischen sogar vor Anschlägen islamistischer Schläfer auf Kindergärten und Krankenhäuser. Dass Ihre Behauptung nicht stimmen kann, Herr Minister, ist für jeden Bürger offensichtlich. Vor 2015 brauchten wir nämlich keine Betonpoller, keine schwer bewaffneten Polizisten und keine Frauenschutzzonen, um bei öffentlichen Veranstaltungen friedlich und sicher zu feiern. Und deshalb ist und bleibt es eine Tatsache, egal ob das Ihnen gefällt oder nicht. Die Weigerung der Bundeskanzlerin, die deutschen Grenzen für illegale Migranten zu schließen, hat Deutschland nachweislich unsicherer gemacht. Und wenn man sich dieses unwürdige Schauspiel der letzten Tage anschaut, wird sich daran auch nichts ändern. Man muss sich das mal vorstellen. Der Bundesinnenminister und die deutsche Bundeskanzlerin streiten sich darüber, ob geltendes Recht an der Grenze wieder angewandt wird. Wie tief ist diese Regierung mittlerweile gesunken? Und dann präsentiert uns diese Regierung eine Lösung, die im Ergebnis die Intelligenz der Bürger beleidigt. Ich muss dies so hart formulieren. Herr Minister, was Sie hier betreiben, grenzt an Volksverdummung. Jeder Praktiker wird Ihnen sagen, dass diese Transitzonen nicht funktionieren. Die Gründe liegen klar auf der Hand. Diese Regelung betrifft zum einen nur einen kleinen, bereits registrierten Teil der illegalen Migranten. Die überwiegende Mehrheit kann also weiter ungehindert nach Deutschland einreisen. Neuankömmlinge werden in der EU einfach die Registrierung vermeiden, um ungehindert nach Deutschland zu gelangen. Bereits Registrierte werden einfach die deutsch-österreichische Grenze meiden. Sie werden über die Schweiz, Frankreich und Tschechien nach Deutschland einreisen. Und Ihr angedachtes bilaterales Abkommen mit Österreich ist ja bereits vom Bundeskanzler, vom Vizekanzler und vom Innenminister Österreichs abgelehnt worden. Der wichtigste Grund aber ist, die Rückführung ohne effektive Grenzkontrollen ist völlig sinnlos, weil diese Personen wenige Tage später sich bereits wieder in Deutschland befinden. Und das wüssten Sie, Herr Minister, wenn Sie sich mal mit polizeilichen Sachbearbeitern unterhalten würden. Ihre Politik besteht mittlerweile im Wesentlichen aus zwei Elementen, totaler Realitätsverweigerung und reinem Wunschdenken. Diese Regierung muss endlich zur Kenntnis nehmen, dass Europa ihre Willkommenspolitik nicht mehr will. Die europäischen Staaten haben erkannt, dass diese Politik den Starken statt den Schwachen hilft, dass sie sozialen Unfrieden schafft und die Sicherheitslage in den europäischen Ländern massiv verschlechtert. Bis Europa aber wirksame Maßnahmen trifft, und wir wissen ja, das kann sehr, sehr lange dauern, müssen wir selbst handeln. Und deshalb brauchen wir einen effektiven nationalen Grenzschutz, bis die europäische Außengrenze effektiv geschützt wird. Alles andere, und das sage ich mit allem zur Verfügung stehenden Nachdruck, ist sicherheitspolitischer Irrsinn. Wenn es um Ihre eigene Sicherheit geht, dann machen Sie den Bundestag zur Festung. Dann werden richtigerweise Personenkontrollen durchgeführt und Unbefugte abgewiesen. Aber wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung geht, dann heißt es Grenzen auf und Refugees welcome. Diese Politik ist verantwortungslos, schadet massiv den Bürgern unseres Landes und deshalb muss damit endlich Schluss sein. Deutschland braucht endlich sichere Grenzen. Und Herr Seehofer, eine abschließende Bemerkung. Sie hatten die historische Chance, die Herrschaft des Unrechts zu beenden. Aber dazu haben Ihnen offensichtlich Geradlinigkeit, Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen gefehlt. Sie haben damit die Sicherheit der deutschen Bevölkerung dem reinen Machterhalt geopfert. Das werden die Wähler in Bayern Ihnen nicht vergessen. Und Sie werden, da bin ich mir ganz sicher, am 14. Oktober die Quittung hierfür erhalten. Martin Hess war das von der AfD. Er hat hier die Diskussion zum Einzelplan 06 Inneres Bau und Heimat eröffnet. 40% mehr hat der immer noch amtierende Bundesinnenminister Horst Seehofer mehr. Das liegt daran, dass er eben den Bereich Bau und Heimat dazu bekommen hat. Klaus-Dieter Gröhler von der CDU-CSU hat jetzt das Wort. Eine gute Woche für unsere deutsche Innenpolitik, auch wenn das vielleicht am Wochenende noch gar nicht so aussah. Am Montag die Festlegung der Union, wie wir die Binnenwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland im Einklang mit unseren Freunden und Nachbarn ordnen, steuern und begrenzen. Jetzt die Gespräche mit unserem Koalitionspartner und heute hier die Debatte und Verabschiedung zum Einzelplan
des Innenministeriums. Aber das Innenministerium ist jetzt auch für Bau und Heimat zuständig. Und deshalb möchte ich mal mit dem Thema Bau beginnen. Mit dem neuen Baukindergeld und der Fortsetzung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Höhe von über 1,5 Milliarden nehmen wir die Sorgen der Menschen, was das Thema Mieten und das Finden einer Wohnung angeht, ganz ernst. Wir erwarten aber an dieser Stelle auch von den Bundesländern, dass wir nicht nur die 1,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau geben, sondern dass die Länder auch an ihrer Stelle ihr Geld dazu beifügen und das Geld tatsächlich dann auch für den Wohnungsbau einsetzen. Und wir werden ja auch noch darüber reden, wie wir steuerliche Anreize für zusätzlichen Wohnungsbau schaffen. Ich glaube, die Menschen sehen, dass wir diese Sorgen an der Stelle wirklich ernst nehmen und darauf Antworten geben. Wir wissen aber auch, meine Damen und Herren, dass die Menschen sich in diesem Land Sorgen zum Thema innere Sicherheit machen. Und auch dieses Thema nehmen wir auf. Ich bin nun wahrlich nicht ein Verfechter von immer mehr Personal und immer mehr staatlichen Behörden und immer größer. Aber an diesen Stellen ist, glaube ich, die Personalverstärkung, die wir in der letzten Wahlperiode begonnen haben und jetzt fortsetzen, richtig. Zusätzlich über 3.000 Stellen für die Bundespolizei, 525 zusätzliche Stellen für das Bundeskriminalamt. Das wird diese beiden Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, die Herausforderungen zu erfüllen. Aber wir stärken auch den Bereich des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, weil wir eben wissen, dass die Angriffe nicht nur in der realen, sondern auch in der virtuellen Welt stattfinden. Mir ist aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Union uns dafür eingesetzt haben, dass die Ausrüstung der Bereitschaftspolizeien der Bundesländer um 10 Millionen, also um 50%, verstärkt wird. Warum, meine Damen und Herren? Weil wir glauben, dass die, die draußen den Kopf für die innere Sicherheit und für den Rechtsstaat hinhalten, unsere Polizistinnen und Polizisten auch die möglichst beste technische Ausstattung haben sollen, um auf Gefahrenlagen effektiv reagieren zu können. An der Stelle will ich allen mal, die für unsere innere Sicherheit arbeiten, sei es in Uniform oder ohne Uniform, ganz, ganz herzlich danken. Sie machen draußen einen ganz wichtigen Job für unser Land und für die Sicherheit. Wir haben beim Technischen Hilfswerk aufgesattelt, wenn ich das mal so sagen darf, fast 5 Millionen mehr, unter anderem um die Entschädigung der Ehrenamtlichen für ihren Dienst erhöhen zu können und auch den Kollegen beim Technischen Hilfswerk, aber auch bei den Feuerwehren und den Rettungsdiensten an der Stelle mal ein Dankeschön. Ihr verbringt eure Freizeit für unsere Sicherheit. Das ist gut und wichtig. Lassen Sie mich noch auf den neu geschaffenen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung eingehen. Wir haben den Haushaltsansatz um 1 Million erhöht. Warum? Lassen Sie mich das an zwei Beispielen aus meinem Wahlkreis deutlich machen. Ich war vor 4 Wochen beim ersten Spatenstich für den Neubau einer jüdischen Schule und eines jüdischen Kulturzentrums in Wilmersdorf. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass wenn Menschen in Deutschland diesem Land gegenüber ausdrücken, dass sie hier eine jüdische Schule bauen wollen, dass sie hier jüdisches Leben leben wollen, dann ist es gegenüber unserem Land ein großer Vertrauensbeweis. Und diesen Vertrauensbeweis, den müssen wir unterstützen. Wir haben 2 Millionen aus dem Bundeshaushalt dafür gegeben. Aber es ist auch wichtig, dass die Kinder, die in diese Schule gehen können, ihre Kippa auf dem Kopf haben können, wenn sie in der U-Bahn sind, und ihren Davidstern an der Kette tragen können, ohne Angst haben zu müssen und beschimpft zu werden. Und ich sage, wenn 80 Jahre, nachdem Synagogen in Deutschland gebrannt haben, wieder jüdische Schulen gebaut werden, dann sollten wir alles dafür tun, dass diese Menschen sich bei uns wohlfühlen und ihren Glauben auch leben können. Deshalb brauchen wir auch einen Antisemitismusbeauftragten. Und deshalb muss der auch gut ausgestattet sein. Und übrigens, 1 Kilometer vom Bauplatz dieser jüdischen Schule entfernt, fand einen Tag zuvor diese unsägliche Al-Quds-Demonstration statt auf dem Kurfürstendamm, für die ich mich jedes Jahr erneut schäme. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, alle, die da zum Hass gegen Israel und gegen jüdisches Leben aufrufen, die sollten sich überlegen, ob sie in diesem Land richtig sind. Weil wer unsere Werte an der Stelle nicht teilt,
und nicht auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung unserer Verfassung steht, der sollte überlegen, ob er lieber seine Parolen woanders äußert. Und ich will auch ganz deutlich sagen, Organisationen, die aus dem Bundeshaushalt Geld bekommen, sei es für Integrationskurse oder für andere Maßnahmen, müssen auch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das haben wir als Haushaltsausschuss ausdrücklich noch einmal beschlossen. Aber ich sage auch, dass Organisationen, die Kinder in Uniform stecken, um den Märtyrertod und Heldenverehrung nachzuspielen, sicherlich keine Organisationen für uns sind, die mit staatlichen Mitteln unterstützt werden können. Wir haben unsere Lehren aus Krieg und zweimal Diktatur in Deutschland gelernt. Und ich finde, wir haben einen Anspruch darauf, dass Menschen, die hier leben, das auch mit uns teilen. Lassen Sie mich zuletzt noch auf das Thema Sport eingehen. Auch das gehört ja zum Haushalt. 23 Millionen zusätzlich für die Förderung des Spitzensports. Und da ist es mir wichtig zu betonen, dass wir nicht nur den olympischen Spitzensport, sondern auch den paralympischen Sport, den paralympischen Sport an der Stelle finanziell unterstützen, weil wir wollen, dass unsere Athleten in der Zukunft die Chance haben, jede Menge Edelmetall nach Hause zu bringen. Und ich glaube, die Reform des deutschen Spitzensports wird an der Stelle finanziell richtig und gut unterstützt. Und da erwarten wir, dass es in den nächsten Jahren weitergeht. Und dann wird es, glaube ich, auch zusätzliche Unterstützung geben. Ich darf mich an der Stelle herzlich bedanken. Ja, Klaus-Dieter Gröhler war das, meine Damen und Herren. Sie haben vorhin gesehen, wie die Bundeskanzlerin hier durch den Raum gegangen ist. Natürlich auch lange mit Horst Seehofer gesprochen hat. Natürlich, nach dem Wochenende ist fast nichts natürlich. Aber man reagiert gemeinsam weiter. Der Bundesinnenminister heißt Horst Seehofer, hat bisher das Wort noch nicht gewünscht. Stefan Ruppert jetzt von der FDP. Die hinter uns liegen, ist es mir ein Bedürfnis, einmal zwei Sätze dazu zu sagen, was uns in diesem Land eint und wo wir als repräsentative Demokraten alle für eintreten wollen. Für Grundrechte, für eine innere Sicherheit, die Freiheit und Sicherheit in Balance bringt. Ich glaube, wir müssen als repräsentative Demokraten besser werden, um den Menschen unsere Politik zu erklären. Aber wir haben viele Gemeinsamkeiten, zumindest wenn ich auf den Kernbereich dieses Hauses schaue. Und das sollte man in solchen Debatten nach solchen Verhärtungen in den letzten Wochen auch einmal sagen. Wir haben Gemeinsamkeiten bei dem Einsatz für den Antisemitismusbeauftragten, weil es wunderbar ist, dass es wieder normales jüdisches Leben in Deutschland gibt, so bedroht es auch ist. Wir haben Gemeinsamkeiten bei der Durchsetzung geltenden Rechts durch mehr Personal. Wir haben Gemeinsamkeiten bei der rechtsstaatlichen Ordnung in Deutschland. Und ich glaube, auf diese Errungenschaften können alle Demokraten stolz sein. Ich will aber vier Daten nennen. Seit 25 Jahren verhindert die Union ein Einwanderungsgesetz. Seit 12 Jahren regiert sie und erfolgreiche Verhinderung dieses Einwanderungsgesetzes hält an. Wir haben keine gesteuerte Einwanderung in Deutschland. Das hat zu Unruhe, zu Unsicherheit geführt. Und daran trägt eine Partei im Wesentlichen die Schuld. Das ist die Union in Deutschland. Sie haben diese Ordnung verhindert. Nach 25 Jahren Negieren des Einwanderungsstatus haben Sie 12 Jahre in der Regierung nichts gemacht und seit 3 Jahren haben Sie Ihre Behaltung faktisch geändert und glauben, dass, und das ist mein viertes Datum, dass in 2 oder 3 Wochen Ordnung in etwas zu bringen ist, was Sie 25 Jahre nicht geordnet haben. Das, muss ich sagen, ist eine etwas naive Herangehensweise. Die Menschen, die wir hier brauchen, werden nicht ad hoc kommen. Die Pflegekräfte, die Ingenieure, die IT-Leute, die wollen natürlich eingeladen werden. Sie wollen spüren, dass sie hier gebraucht werden. Wir müssen um sie im Ausland werben. Gleichzeitig müssen wir festlegen, dass Menschen, die auf Dauer nicht hier bleiben können, auch das Land verlassen. Eine solche Ordnung braucht Zeit, mehr als 2 Wochen. Das Chaos der letzten Tage war leider ein sehr betrübliches. Ich will sagen, dass eine Diskussion dabei überhaupt nicht ausgeführt worden ist, nämlich wie leben wir mit den Menschen, die hierher migriert sind in den letzten 4 Jahrzehnten zusammen? Wie gelingt Migration und Ordnung der Zusammenarbeit? Die Diskussion einer asymmetrischen Demobilisierung, dass man wichtige Debatten im Land nicht mehr führt,
die hat zu einer Aufladung der Union innenpolitisch sozusagen in ihren eigenen Reihen geführt. Sie hat dazu geführt, dass Sie keine Einigkeit mehr über viele Fragen haben. Nein, eine Gesellschaft, die die wichtigen Debatten unserer Zeit nicht führt, die nicht offensiv darüber argumentiert und diskutiert, wie wir zusammenleben wollen, die stärkt am Ende die Ränder. Und leider ist das auch in den letzten Jahren zunehmend passiert. Am Ende will ich mich mit einem Änderungsantrag der AfD befassen. Ich plädiere immer für sachliche Auseinandersetzung. Es reicht nicht, wenn wir Sie zum Märtyrer durch eine Ächtung im Verfahren machen. Sie plädieren dafür, das Bundesamt für Verfassungsschutz von jetzt auf gleich zu streichen. Das muss man sich mal überlegen. 390 Millionen werden da sofort gestrichen. Ich kann Ihnen das Deckblatt gerne zeigen, indem Sie das beantragen. Sie sind dafür, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sofort gestrichen wird. Abgesehen davon, dass das mit 390 Millionen Kürzung beamtenrechtlich nicht von jetzt auf gleich geht, ist es interessant, welche Begründung Sie liefern. Sie sagen, weil wir dort in den Aufsichtsgremien nicht vertreten sind, deswegen wollen wir dieses Gremium oder dieses Amt streichen. Ich sage Ihnen als freier Demokrat, Herr Kollege Robert Gestanden, eine Zwischenfrage des Kollegen Böhringer. Herr Böhringer. Bitte sehr, Herr Böhringer. Peter Böhringer von der AfD mit einer Zwischenfrage. Lieber Kollege Ruppert, Sie haben ja wahrscheinlich die Zwischenfrage schon fast erwartet. Sie wussten genauso, bevor Sie das gesagt haben, genauso wie Herr Kahrs gestern, als er denn gleich die gleiche mehr erzählt hat, dass wir den Verfassungsschutz natürlich nicht streichen wollen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Ich habe das gestern schon erklärt. Ich wiederhole es für Sie gerne noch einmal. Sie wussten es, Herr Kahrs wusste es, wir wussten es alle. Es ging nicht darum, irgendwelche Geheimdienste zu streichen. Aber dieses Hohe Haus hat es geschafft, in 4 Wahlgängen keine einzigen AfD-Vertreter in die Kontrollgremien der Haushalte der Geheimdienste zu wählen. Das ist nicht wirklich demokratisch. Und wir haben uns erlaubt, im Rahmen des Haushaltsprozesses mit unseren Mitteln diese Dinge einmal anzuprangern. Man hätte natürlich auch auf die Hälfte runtersetzen können. Wir sind nicht in der Lage, diese Dinge zu kontrollieren. Und das einzige Mittel, uns zu wehren, ist, diesen Haushalt nicht zu akzeptieren. Das ist das, was hier passiert ist. Und es wird durch Wiederholung nicht wahrer, wenn man wir wollten diese Instanzen abschaffen, permanent wiederholt. Und ich erlaube mir an der Stelle doch noch die Bemerkung. Herr Kollege Böhringer, ich habe gestern schon darauf aufmerksam gemacht, Zwischenbemerkungen müssen kurz sein. Bitte kommen Sie zum Ende. Ja, ich habe haben wir die gemeinsame Basis. Sie haben die 390 Millionen Euro für das Bundesamt für Verfassungsschutz gestrichen. Jetzt habe ich eine hohe Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, aber meine Erwartung, dass sie ehrenamtlich tätig werden, dass die Kosten, die sie verursachen, nicht getragen werden, die ist doch relativ beschränkt. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage, Herr Böhringer, also Sie nehmen einer Behörde, die Sie angeblich erhalten wollen, alle Haushaltsmittel weg und sagen, Sie wollen sie damit nicht abschaffen. Schon eine etwas krude Argumentation. Meine zweite Bemerkung, wenn ich als freier Demokrat jedes Gremium, in dem mir anteilsmäßig im Verhältniswahlrecht ein Sitz zusteht, hätte beseitigen wollen, dann wären Änderungsanträge etwa zur Streichung des Bundesverfassungsgerichts, weiterer oberster Bundesorgane fällig gewesen, weil wir auch als FDP über lange Jahre in diesen Gremien nicht vertreten waren. Es ist doch irrsinnig und kleinkariert, die eigene Präsenz in einer Institution sozusagen zur Voraussetzung dafür zu machen, dass es diese Institution in der Gewaltenteilung weitergibt. Wir hätten als Liberale ganze Landtage Ostdeutschlands, das Verfassungsgericht, diesen Bundestag abschaffen müssen, nur weil man uns nicht hineingewählt hat. Es ist absurd, was Sie da tun. Vielen Dank. Steffen Robert, viel Applaus hier aus fast allen Fraktionen. Nein, die Linke klatscht nicht mit, aber immerhin von SPD, CDU, CSU und natürlich seiner eigenen Fraktion. Ja, und der nächste Redner kommt jetzt von der SPD, Martin Gerster.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzten Tage, die letzten Wochen waren geprägt von einem Machtkampf zwischen CDU und CSU zu Lasten Einzelner, zu Lasten der Demokratie und auf dem Rücken von Menschen. Und ich fand es sehr spannend, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jetzt gesagt hat, wir müssen auf Format und Stil achten. Da muss ich sagen, da hat er mal recht. Die Frage ist ja nur, wen er eigentlich damit meint. Wir im Haushaltsausschuss jedenfalls, wir diskutieren und debattieren sachlich, kollegial und auch fair. Wir sorgen dafür, dass Deutschland gut regiert wird, dass die Weichenstellung stimmt. Und bei uns kommt jedenfalls am Ende auch ordentlich was raus. Viel Gutes, was den Menschen nutzt und den Menschen hilft. Und so will ich als Hauptberichterstatter für den Einzelplan 06 nicht versäumen, allen Mitberichterstattern auch herzlich zu danken für die gute Zusammenarbeit, insbesondere Klaus-Dieter Gröhler von der Union, weil wir ja auch mehr Zeit miteinander verbracht haben als alle anderen. Aber auch Danke sagen an das Bundesinnenministerium und natürlich bei Olaf Scholz und seiner Mannschaft, stellvertretend hier Bettina Hagedorn. Ja, wir Haushälter, wir helfen mit einzulösen, was im Koalitionsvertrag besprochen wird. Für uns als SPD ist ein handlungsfähiger Staat durch nichts zu ersetzen. Deshalb gilt für uns gerade im personalintensiven Innenbereich der Dreiklang Stellen schaffen, Stellen heben, Stellen entfristen. Im Rahmen unserer Haushaltsberatung bekommen die Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich Bundesinnenministerium zusätzlich 3.800 Stellen. Davon haben wir allein in der Bereinigungssitzung über 1.800 Stellen zusätzlich auf den Weg gebracht. Das ist gut für die Bundespolizei, das ist gut für das Bundeskriminalamt, für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und viele andere. Das ist aber vor allem auch gut für die Sicherheit der Menschen im Land. Und nicht zu vergessen, wir helfen den Bereitschaftspolizeien der Länder bei notwendigen Anschaffungen für Fahrzeuge mit zusätzlichen 10 Millionen Euro. Und wir stocken das KfW-Programm Kriminalprävention Einbruchsicherung noch mal um 15 Millionen Euro auf, weil die Nachfrage so groß ist und wir möglichst niemanden enttäuschen wollen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schaffen wir 1.500 zusätzliche Stellen und entfristen 4.500 Stellen. Das ist gut für die Beschäftigten, das ist aber auch gut für die Qualitätssicherung und Verbesserungen bei den Entscheidungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich meine, wir brauchen nicht nur schnelle Entscheidungen, sondern wir brauchen auch Entscheidungen, die gründlich erarbeitet worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stärken auch den Katastrophenschutz. Das THW erhält zusätzlich 120 Stellen und auch hier entfristen wir deutlich 74 Stellen ganz genau. Und dasselbe nicht ganz in diesem Ausmaß, aber eben auch für, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK. Beim THW gibt es weitere Gelder. Der Kollege Gröhler hat darauf hingewiesen, nahezu 5 Millionen Euro. Unsere Beschlüsse drücken Dank und Wertschätzung aus für alle Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die für unsere Sicherheit sorgen und die helfen, wenn andere in Not geraten und auf Unterstützung angewiesen sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die sich da beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, überhaupt stärken wir Demokratie und auch den Kampf gegen Antisemitismus. Die Bundeszentrale für politische Bildung stärken wir, genauso wie die politischen Stiftungen und den Beauftragten für jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus. Er profitiert ebenfalls 1 Million Euro mehr und zusätzliche 11 Stellen. Das ist gut und leider, leider notwendig. Ich will auch hervorheben, dass die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zusätzliche Stellen erhält. Das ist ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir den Datenschutz stärken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Baubereich gehört ja zum Einzelplan 06. Ich will sagen, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben beim Thema Baukindergeld. Das ist jetzt konkretisiert und schafft Planungssicherheit. Wir finden es auch gut,
dass die Förderung des Städtebaus auf hohem Niveau fortgeschrieben wird. Und der soziale Wohnungsbau, der der SPD besonders wichtig ist, für 2019 eine weitere 500 Millionen mehr bekommt. Das ist gut so, denn die Wohnungsfrage ist vielerorts zu einer ganz entscheidend wichtigen sozialen Frage auch geworden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen auch die Reform des Spitzensports mit zusätzlichen 23 Millionen Euro, die wir in der Bereinigungssitzung auf den Weg gebracht haben. Da ist viel Gutes dabei. Ich denke, meine Kollegin Dagmar Freitag wird noch darauf eingehen. Aber ein kleiner Posten war uns ganz besonders wichtig. Und das ist die Einrichtung einer unabhängigen Athletenvertretung in Deutschland. Eine ganz, ganz wichtige Grundsatzentscheidung zugunsten mündiger und kritischer Sportlerinnen und Sportler. Und ehrlich gesagt, ich kann gar nicht verstehen, warum die Sportpolitiker der Union da doch so lange auf der Bremse standen. Der Etat stimmt, auch bei der NADA ein wichtiges Zeichen gegen Betrug im Sport. Jetzt kommt es auf Sie an, Herr Minister Seehofer. Man mag Ihnen zurufen, an die Arbeit. Wir brauchen die Umbaupläne für das BAMF. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, einen Masterplan für mehr sozialen Wohnraum und bezahlbare Mieten. Wir erwarten, dass nicht immer neue Ängste geschürt werden, sondern die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land verbessert wird. Der Koalitionsvertrag muss abgearbeitet werden. Dafür haben wir ihn ausgehandelt. Also packen Sie es an. Genügend Geld ist auf jeden Fall da. Herzlichen Dank. Ja, Martin Gersters Aufzählung war sehr beeindruckend am Schluss, für was Horst Seehofer und sein Ministerium alles zuständig ist. Den Sport, den sollte man nicht vergessen, aber auch Bau und Heimat sind dazu gekommen. Ein Mammutministerium, man merkt es auch in dieser Debatte, es springt so ein bisschen von Thema zu Thema, alles ein bisschen schwierig zu verfolgen. Übrigens, Horst Seehofer wird hier in ungefähr 10 Minuten selber das Wort ergreifen. Viktor Perli jetzt für die Linke. Herr Seehofer ist Minister des Innern für Bau und Heimat. Die Bilanz nach etwas mehr als 100 Tagen und den Haushaltsberatungen sieht düster aus. Als Innenminister kümmert sich Herr Seehofer seit Wochen vor allem um die innere Gefühlslage der Unionsparteien und um den inneren Aufstand gegen die Kanzlerin. Das, was wir hier erlebt haben in den letzten Tagen, hat mit christlichen, hat mit sozialen Werten nichts, aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Ansonsten ist innenpolitisch viel Ausfall. Ja, sogar die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts hat Herr Seehofer ausfallen lassen. Als Bauminister hat Herr Seehofer bislang 0,0 für bezahlbares Wohnen und den Schutz von Mietern getan. Dabei ist der Handlungsbedarf riesig. Millionen Menschen sind von explodierenden Mieten betroffen. Das gilt nicht nur in den Städten, auch in vielen ländlichen Gegenden steigt die Belastung durch hohe Mieten. Inzwischen muss jeder sechste Haushalt mehr als 40% des Einkommens dafür hinblättern. Mindestens 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen, Tendenz steigend. Aber anstatt dieses Problem anzugehen und gemeinsam mit den Ländern eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau, für bezahlbaren Wohnraum zu starten, rührt die Große Koalition die Werbetrommel für eine neue Eigenheimzulage namens Kindergeld, Baukindergeld. Familien, die bis Ende 2020 Wohneigentum kaufen, bekommen 10 Jahre lang 1.200 Euro pro Kind und Jahr. Dieses Programm hilft überhaupt nicht gegen die Wohnungsnot in den Städten. Die Familien, die sich dort die Mieten nicht leisten können, können die Kaufpreise erst recht nicht finanzieren. Das ist der völlig falsche Weg. Und auch im ländlichen Raum nutzt dieses Programm vor allem der Bau- und Immobilienwirtschaft, weil die Nachfrage in den nächsten 3 Jahren stark steigt und die staatliche Förderung eingepreist wird. Zugleich nimmt in den Dorfkernen der Leerstand zu, weil drumherum Neubaugebiete entstehen. Es ist wirklich unfassbar, dass die Steuerzahler für diese Scheinlösung, die das Wohnen in diesem Land nicht preiswerter macht, in den nächsten Jahren 10 Milliarden Euro hinblättern müssen. Wirklich unfassbar. Wir sagen, dieses Geld muss in den öffentlichen und gemeinnützigen Wohnungsbau gesteckt werden. Davon haben alle etwas, in der Stadt und auf dem Land, und dafür steht die Linke. Als Heimatminister sollten Sie, Herr Seehofer, eigentlich das friedliche Zusammenleben hier im Land im Blick haben.
Stattdessen grenzen Sie mit Ihrer Politik Millionen Menschen aus. Und in den letzten Tagen haben wir die vorläufige Krönung erlebt. Sie erpressen nicht nur die SPD und die CDU, Sie treiben ganz Europa auseinander, indem Sie Menschen, die vor Krieg und Vertreibung flüchten, in geschlossenen Lagern unterbringen wollen, die Sie beschönigend auch noch als Transitzentren bezeichnen. So kommt unser Grundgesetz unter die Räder und auch die Demokratie. Meine Damen und Herren von der SPD, Willy Brandt wird sich im Grabe umdrehen, wenn Sie diesen menschenverachtenden Grenzanlagen zustimmen. Ich poste gleich nach meiner Rede einen Beitrag Ihres Landrats vom Kreis Hameln-Pyrmont, der ein Foto veröffentlicht hat von so einer Transitzone in Griechenland, der sich empört darüber, dass Sie darüber nachdenken, dem zuzustimmen, und er appelliert, das zu lassen. Solche Bilder dürfen in Deutschland im 21. Jahrhundert nicht entstehen. Fakt ist, dass nach wie vor Menschen vor Krieg und Vertreibung fliehen. Allein in den letzten 16 Tagen sind im Mittelmeer 483 Menschen ertrunken. Diese Menschen könnten noch am Leben sein, wenn die Rettungsschiffe in Malta nicht festgesetzt worden wären. Diese Blockade, die auch auf Ihren Druck erfolgt ist, Herr Seehofer, die ist durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen. Das ist eine Politik, die Menschen umbringt. Statt der humanitären Verpflichtung nachzukommen, behindern Sie die Rettung aus der Seenot. Wie können Sie das mit Ihrem christlichen Gewissen vereinbaren? Meine Damen und Herren, die Mehrheit in diesem Land will keinen Rechtsruck, und sie will auch keinen Innenminister, der schrittweise das Programm der Rechtsaußen übernimmt. So werden Sie die Wahlen in Bayern nicht retten, sondern genau die Falschen stark machen. Es ist doch kein Wunder, dass die Mehrheit der Menschen in Bayern sagt, dass ihr größtes Problem inzwischen die CSU ist. Wir, die Linke, machen diese Politik von Herrn Seehofer nicht mit. Wir lehnen den Einzelplan der Großen Koalition ab. Danke für die Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin hier in der Debatte um den Einzelplan 06 Inneres Bau und Heimat kommt von den Bündnisgrünen, Irene Michalitsch. Sie ist die innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Geschwisterstreit von CDU und CSU, der für Wochen die Regierungsarbeit lahmgelegt hat, ist nun notdürftig gekittet. Und das Ergebnis, ein ganz fauler Kompromiss zulasten Dritter und vermutlich, wir werden es noch herausfinden, sogar ein Verstoß gegen das Parteiengesetz, wenn Herr Seehofer seinen Masterplan im Innenministerium erarbeiten lässt, den aber als CSU-Vorsitzender vorlegt. Und nun reklamieren Sie, Herr Seehofer, diesen zweifelhaften Sieg mit stolz geschwellter Brust für sich, obwohl Sie bisher noch nicht wirklich einen Arbeitsnachweis nach mehr als 100 Tagen im Amt erbracht haben. Das alles, was wir bisher hatten, waren viele Ankündigungen, es waren viele Medientermine, es war viel bayerischer Landtagswahlkampf. Aber von harter Arbeit an den innenpolitischen Sachfragen, Stichworte, Personalkonzept bei den Sicherheitsbehörden, Reform der Sicherheitsarchitektur, keine Spur. Da muss man sich ja fast schon die Frage stellen, von welchem Amt Sie eigentlich zurücktreten wollten. Da ist es ja fast schon konsequent zu bleiben. Aber wo ist eigentlich die SPD? Ja? Das kann man sich ja auch mal fragen. CDU und CSU sprengen mit ihrem Kompromiss gerade den Koalitionsvertrag in die Luft, und die Sozialdemokraten erfahren es wie der Rest der Republik aus dem Fernsehen, oder wie? Ja, regt sie denn eigentlich gar nichts mehr auf? Was muss eigentlich noch passieren, damit Sie klipp und klar sagen, dass Sie nicht bereit sind, das geeinte Europa zu opfern, nur damit die CDU und die CSU ihren Streit beilegen können? Nun, selbstverständlich, Sie haben sich im Nachhinein ja geäußert. Herr Lischka sagt, Transitzentren ja, aber sie sollen offen sein. Ja, da frage ich Sie, nach welcher Seite denn offen? Nach Österreich oder nach Deutschland? Solche Vorschläge können Sie doch nicht ernst meinen. Und jetzt machen Sie Ihre Zustimmung von dem Namen dieser Lager abhängig. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, in dieser Frage gibt es kein so nicht, sondern nur ein ganz klares gar nicht. Denn der Kompromiss der CDU-CSU ist erstens ein Frontalangriff auf die europäische Idee.
Er ist zweitens völlig unpraktikabel und er verschärft die personelle Situation bei der Polizei, die Sie ja schon heute nicht im Griff haben. Und drittens ist er völlig humanitäts- und rechtsstaatsvergessen. Und was Europa angeht, war es schon bezeichnend, was Frau Kramp-Karrenbauer bei der Bewertung dieses Burgfriedens sagte. Der Kompromiss würde dazu beitragen, ich zitiere, die gute Nachbarschaft mit Europa zu wahren. Nachbarschaft mit Europa. Sehen Sie Deutschland jetzt schon außerhalb Europas, oder wie ist das zu verstehen? Anstatt Solidarität in der europäischen Familie zu üben, beschränken Sie sich also lieber auf gute Nachbarschaft. Hauptsache, jeder bleibt hinter seinem eigenen Gartenzaun. Und jetzt wollen Sie mit Österreich ein neues Grenzregime vereinbaren. Aber da verspreche ich Ihnen, das wird der Renationalisierung in Europa Tür und Tor öffnen. Mit all den negativen Auswirkungen wie Beschränkung der Freizügigkeit, Schwächung der europäischen Wirtschaft und allem, was da dranhängt. Und wieder stirbt ein Stück der europäischen Idee. Zudem ist Ihr Konzept der Transitzentren oder sagen wir besser geschlossene Grenzlager nicht nur zutiefst unmenschlich, sondern auch völlig impraktikabel. Ja, ich weiß, da gibt es jetzt Widerspruch, aber wir hören ja mehrere Versionen. Stefan Meyer sagt, die Lager sind geschlossen. Herr Kauder hat gestern gesagt, sie sollen offen bleiben. Frau Merkel sagt, geschlossen, ja, aber maximal 2 Tage, weil was anderes wird das Grundgesetz nicht erlauben. Ja, wie stellen Sie sich das denn eigentlich vor? Ja, was soll es denn jetzt sein? Da sagt Ihnen ja auch die Gewerkschaft der Polizei, dass das alles überhaupt nicht geht. Denn mal abgesehen davon, dass sich das Flughafenverfahren nicht einfach auf die Landgrenzen übertragen lässt, weil es eben zwischen Staaten keine Pufferzone gibt, da stellt sich doch die Frage, was ist denn mit den insgesamt 3.714 Kilometer langem Grenzverlauf in Deutschland? Wollen Sie da jetzt überall Ihr neues Grenzregime aufziehen? Ja. Die AfD sagt absolut, ja, da hören Sie schon die ersten Vorschläge. Ja, und wo soll das Personal dafür herkommen? Sie haben doch jetzt schon Probleme, den vereinbarten Aufwuchs von 7.500 Stellen bei den Sicherheitsbehörden konzeptionell umzusetzen. Und auf Nachfrage teilen Sie uns dann mit, es gäbe dazu Vorstellungen im BMI, man wolle aber noch die regierungsinterne Abstimmung abwarten und bittet um Verständnis. Also bei regierungsinterner Abstimmung habe ich im Moment ein Störgefühl. Ja, also... Aber das hört sich für mich noch nicht nach Masterplan an, um es mal so auszudrücken. Nein, meine Damen und Herren, wir haben kein Verständnis dafür, dass Sie immer noch nicht in der Lage sind zu sagen, wie Sie den dringend benötigten Personalaufwuchs bei den Polizeibehörden des Bundes denn überhaupt praktisch umsetzen wollen. Ihre Grenzlager und die Folgewirkungen werden den Haushalt zusätzlich belasten. Und wir haben ein Recht darauf, alle Details ganz genau zu erfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, Ihr vermeintlicher Durchbruch im Asylstreit ist doch in Wahrheit eine Bankrotterklärung mit Blick auf die multidimensionale Problematik von Flucht und Migration. Und Sie agieren nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Sie ziehen die Brücken hoch und Sie versuchen, Deutschland vor dem Leid der Welt so gut es geht abzuschotten. Wer es doch noch schafft, als Flüchtling nach Deutschland zu kommen, der wird in Lager gesperrt. Integration wird damit von vornherein ausgeschlossen. Und gleichzeitig tun Sie nichts, aber rein gar nichts, um die Fluchtursachen wirklich grundsätzlich anzugehen. Und warum das alles? Das alles geschieht getrieben von Angst vor dem parteipolitischen Rechtsextremismus. Aber den rechtsextremen Geist bekämpft man eben nicht, indem man ihn selbst atmet. Man bekämpft ihn mit dem Geist der Demokratie, des Rechts und der Humanität. Und das, was Sie hier vorlegen, ist jedenfalls weder christlich, es ist auch nicht sozial. Und mit Union hat es auch nichts zu tun, schon gar nichts mit der Europäischen Union. Irina Michalitsch war das für die Grünen. Und jetzt hat Horst Seehofer das Wort, am Sonntag quasi schon zurückgetreten. In den kommenden 3 Tagen, hat er gesagt. Gestern hat er turnusgemäß seinen Geburtstag gefeiert. Er wurde 69, heute stellt er hier seinen Etat. In 2., 3. Lesung wird er ihn verteidigen, so ist es richtig. Und dann wird er gleich nach Österreich fahren, um dort mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz über die Notwendigkeiten dieser Zentren zu sprechen. Horst Seehofer. Frau Michalitsch, 5 Arbeitsnachweise. Erster Arbeitsnachweis. Wir verabschieden heute einen Einzelplan für mein Ministerium mit einem gewaltigen, noch nie dagewesenen Umfang. 14 Milliarden Euro, knapp 6.000 neue Stellen. Es ist ein Haushalt, der neue Maßstäbe setzt.
Etwa ein Drittel davon, 5,4 Milliarden, steht für die innere Sicherheit. Und damit machen wir den Weg frei für noch mehr Sicherheit und Ordnung für die Bürger in unserem Lande. Die Sicherheitsbehörden des Bundes erhalten fast 4.000 neue Stellen. Wir stärken damit das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und wir unterstützen auch die Bundesbehörden, ohne die ein klassischer Sicherheitsapparat nicht auskommt. Etwa das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, das Bundesverwaltungsamt und die Hochschule des Bundes, die Ausbildung, Ausstattung und die administrative Betreuung des Personals der Sicherheitsbehörden erst ermöglichen. Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist elementar für die Menschen in unserem Land. Sie zu gewährleisten, ist die vornehmste aller Aufgaben eines Staates. Das erwartet die Bevölkerung von uns ganz zu Recht. Und dieser Haushalt erfüllt diese Erwartung der Bevölkerung. Arbeitsnachweis Nummer 2. 1.650 neue Stellen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und weitere 4.500 dort bereits vorhandene, aber befristete Stellen werden entfristet. Damit kann bereits geschultes Personal dauerhaft beschäftigt werden. Das war richtig und das war wichtig. Denn erst solide Ressourcen erlauben dem BAMF, seine Aufgaben heute und in Zukunft gut, verlässlich und schnell zu erfüllen. Ich möchte, dass dieses BAMF als die zentrale Behörde in Migrationsfragen wieder bestmöglich aufgestellt wird. Das BAMF hat gute, engagierte Mitarbeiter, jetzt auch eine neue Führung, mit der der Neustart gelingen wird und mit der es gelingen wird, wieder Vertrauen in der Bevölkerung herzustellen. Ein Neustart geht nicht ohne Reformwillen und Reformpläne. Ich bin froh, dass das Personal des BAMF in einer Personalversammlung sich ausdrücklich zu diesen Reformabsichten positiv geäußert hat. Und neben den neuen Stellen und mehr Mitarbeitern gehören dazu neue Amtsleitung, bessere Prozesse und eine intensivere Fachaufsicht. Ich glaube, wir haben alle Chancen, mit dieser Reform und Reorganisation des BAMF wieder Vertrauen in der Bevölkerung herzustellen. Arbeitsnachweis Nummer 3. Wir starten eine Offensive im Baubereich, wie es Sie nach meinem Wissen, und ich gehöre in diesem politischen Bereich jetzt 40 Jahre an, in diesen 40 Jahren noch nie gegeben hat. Eine Offensive im Baubereich. Mit dem Baukindergeld, das hunderttausenden Familien die eigenen vier Wände ermöglichen wird, meine Damen und Herren. Das ist auch gesellschaftspolitisch ein großer Wurf, denn wir haben eine Eigentumsquote in Deutschland, die unterdurchschnittlich ist im europäischen Vergleich. Und dieses Baukindergeld wird dazu beitragen, da ein Stück zu verbessern. Wir bekommen jetzt mit unserer mittelfristigen Finanzplanung Investitionen auf Rekordniveau im sozialen Wohnungsbau. Obwohl eigentlich die Zuständigkeit des Bundes für den sozialen Wohnungsbau nach den Länderfinanzausgleichsverhandlungen auslaufen würde. Das zeigt das hohe Verantwortungsgefühl des Bundes, der Bundesregierung, der Koalitionsfraktionen für die kleinen Leute beim sozialen Wohnungsbau. Herr Minister Seehofer, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich möchte keine Zwischenfrage. Mit einer milliardenschweren Städtebauförderung und Hinzutritt, das wird jetzt noch geschehen, ab 1.9. eine Abschreibungsmöglichkeit für 4 Jahre im frei finanzierten Wohnungsbau. Das ist eine wichtige Weichenstellung und es ist eine Antwort auf die soziale Frage unserer Zeit, nämlich Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Arbeitsnachweis Nummer 4, was mich sehr freut, dass sich der Ausschuss
in der Bereinigungssitzung noch entschieden hat, die Mittel für dieses Jahr für den Sport zu erhöhen. Ich darf für die ganze Bundesregierung sagen, wir unterstützen den Deutschen Olympischen Sportbund bei seinen Reformbestrebungen und auch wir wollen eine unabhängige, eigenständige Athletenvertretung. Dafür sorgt der Haushalt auch an Voraussetzungen. Schließlich der Arbeitsnachweis Nummer 5. Ich habe leider nicht mehr Zeit, sonst müsste ich noch weitere 7 Arbeitsnachweise vortragen. Das ist die Migrationspolitik. Wir haben Anfang dieser Woche in der Union nach durchaus intensiver Debatte Verständigung erzielt. Ich bin guter Dinge, dass wir auch mit unserem Koalitionspartner SPD eine Verständigung, und zwar eine verlässliche Einigung, erzielen werden. Und die wichtigsten Schritte jetzt sind ein neues Grenzregime an der deutsch-österreichischen Grenze, direkte Zurückweisung von Menschen mit Einreisesperren. Das habe ich letzte Woche angeordnet. Das war ohnehin nicht verständlich, dass Menschen, die eine Einreisesperre haben, wieder einreisen konnten in die Bundesrepublik Deutschland. Dieser Spuk ist jetzt beendet. Wir bekommen jetzt Transitzentren, aus denen Asylbewerber in kürzester Zeit direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Lassen Sie mich aus Zeitgründen nur einen Satz sagen. Es sind keine geschlossenen Anstalten. Unser Grundgesetz sieht vor, dass dies innerhalb von 48 Stunden die Zurückführung erfolgen muss. Und es sind deshalb keine geschlossenen Anstalten, weil man zwar nicht einreisen darf in die Bundesrepublik Deutschland, aber jederzeit zurückreisen darf in jedes andere Land, in das man zurückzureisen wünscht, meine Damen und Herren. Das ist keine geschlossene Anstalt. Und das alles abgestimmt mit unseren europäischen Nachbarn, das ist eine echte Asylwende, die hier eingeleitet wird. Ich werde unmittelbar nach dieser Debatte nach Wien fliegen, um mit dem Bundeskanzler Kurz und dem Innenminister dort zu reden. Ich hatte bereits gestern ein Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten, mit dem italienischen Innenminister, und weitere Gespräche werden folgen. Und ich möchte jetzt 3 Anmerkungen machen zu diesen Gesprächen, weil ich da immer furchtbar vieles lese und höre, was nicht ganz den Realitäten entspricht. Erstens, es werden sehr schwierige Gespräche. Es haben nur 2 Länder bisher der Bundeskanzlerin zugesagt, dass sie bereit sind, darüber zu reden. Darunter ist Griechenland. Wir werden wahrscheinlich morgen oder Anfang nächster Woche die Gespräche auf Arbeitsebene beginnen. Aber es ist auch Spanien darunter. Und die Flüchtlinge aus Spanien sind an der deutsch-österreichischen Grenze nur von geringer Relevanz. Zweitens, die Gespräche dienen der Information unserer Partner und der Sondierung, wie wir vielleicht Überlegungen anstellen, dazu gemeinsamen Vereinbarungen zu bekommen. Aber in der ersten Runde wird es keine Abschlüsse geben. Und drittens, ich gehe davon aus, dass wegen der Komplexität und der europäischen Dimension nach meiner Einschätzung am Ende die wichtigsten Punkte dieser Vereinbarung von den Regierungschefs fixiert werden müssen. Meine Damen und Herren, ich bin froh über diesen Haushalt der Superlative. Es sind hervorragende Ergebnisse, die ohne Mitstreiter, die für die Innenthemen brennen und streiten, nicht denkbar gewesen wären. Deshalb zum Schluss mein besonderer Dank an alle Mitglieder des Haushaltsausschusses. Es waren ausnahmslos für mich schöne, fruchtbare Aufenthalte, wenn auch immer lang. An die Berichterstatter für meinen Einzelplan aller Fraktionen, an den Hauptberichterstatter Herrn Gerster und an meinen Kollegen, Herrn Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der auch erheblich mitgeholfen hat, dass dieser Haushalt der Superlative für den Bundesinnenminister möglich geworden ist. Ich danke. Der Bundesinnenminister mit 5 Arbeitsnachweisen. Der 5. Migrationspolitik dürfte ihn noch länger beschäftigen. Ob da schon der Arbeitsnachweis positiv zu geben ist, das wird sich herausstellen. Unter anderem heute Nachmittag, wenn er den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz besucht. Angela Merkel übrigens
wendet sich jetzt nochmal an Ihren Innenminister. Sie hat ja gleich Herrn Orbán, den ungarischen Ministerpräsidenten, zu Gast. Nächster Redner jetzt Markus Bühl von der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne und an dem Bildschirm. Die Haushaltsberatungen sind vorüber und nun heißt es, über das Ergebnis abzustimmen. Aus Sicht der Alternative für Deutschland ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Die Koalition feiert sich selbst, die innere Sicherheit gestärkt zu haben. Die Bundespolizei erhält 3.075 und das Bundeskriminalamt 525 zusätzliche Stellen. Damit suggeriert die Koalition eine Verbesserung des objektiven Sicherheitsgefühls. Aber schauen wir mal hinter die Zahlen. Zuallererst müssen die neuen Bundespolizisten ausgewählt und 3 Jahre ausgebildet werden. Fraglich ist, ob die Ausbildungskapazitäten an den Polizeischulen dafür ausreichen. Im Ergebnis heißt das, dass frühestens in 3 Jahren die zusätzlichen Stellen die Personalsituation unserer Bundespolizei entspannen. Betrachtet man jedoch die Zahl der Angehörigen der Bundespolizei, die altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden, sieht der Nettoauswuchs auf einmal erheblich kleiner aus. Die derzeitige Personalsituation bleibt damit weiterhin angespannt und die Überstundenbelastung enorm hoch. Schauen wir mal auf die Kriminalstatistik. Ging die Kriminalstatistik 2017 noch von sinkenden Straftaten aus, zeichnet sich bereits heute für 2018 ein anderes Bild. Wenn ich in mein Heimatland Thüringen zum Beispiel schaue, die Zahl der erfassten Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, also an den Bahnhöfen in Thüringen, ist in den ersten 4 Monaten dieses Jahres deutlich angestiegen. Waren es in den ersten 4 Monaten 2017 insgesamt 1.500 Straftaten, so gab es 2018 bereits 1.862 Delikte. Zu den häufigsten Delikten gehören Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, Sachbeschädigungen und Diebstahl. Es gibt daher keinen Grund für die Koalition, eine Stärkung der inneren Sicherheit zu feiern, solange diese noch gar nicht eingetreten ist. Es herrscht weiterhin Handlungsbedarf, die Personalsituation zu entspannen und die Überstundenwelle abzubauen. Dazu haben wir in den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, ca. 500 Verwaltungsbeamte aus anderen Geschäftsbereichen zur Bundespolizei temporär abzuordnen. Damit können wir Polizeivollzugsbeamte von rein administrativen Tätigkeiten entlasten und diese können so wieder eigentliche polizeiliche Tätigkeiten wahrnehmen sowie die Präsenz auf der Straße stärken. Herr Minister, Sie sind an dieser Stelle aufgefordert, zu handeln und sich für unsere Polizisten einzusetzen. Keine Sorge, das Thema Ausrüstung und Schutzwesten unserer Polizei werden wir konsequent in der Haushaltsberatung 2019 weiterverfolgen. Es freut mich, dass die Koalition in der Haushaltsbereinigungssitzung zumindest in die gleiche Richtung unseres Antrages gegangen ist, indem sie die Mittel für die Fahrzeugbeschaffung bei den Bereitschaftspolizeien der Länder um 50% aufgestockt hat. Es ist zwar nur die Hälfte der Forderung der AfD, aber wir erkennen Ihren guten Willen ausdrücklich an, Vorschläge und Alternative der AfD aufzugreifen. Und dann noch mal ganz speziell an die Herren Ruppert und Kahrs. Offenbar muss man das ja hier gebetsmühlenartig wiederholen zum Vorwurf, wir wollen die Geheimdienste abschaffen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmals klarstellen. Der dazugehörige Änderungsantrag war ein politischer Protest unserer Fraktion. Weil der größten Oppositionsfraktion eine Mitwirkung an den Haushaltsberatungen der Geheimdienste verwehrt wird. So viel zu Ihrem Demokratie- und Parlamentsverständnis. Der AfD liegt die innere Sicherheit am Herzen. Und in dem Zusammenhang mal an die AfD adressiert, da wundert mich schon der Änderungsantrag der FDP, die Mittel beim Material für die Bereitschaftspolizeien der Länder zu halbieren. Muss ich da jetzt auch schlussfolgern, dass Sie die Bereitschaftspolizeien schwächen wollen oder abschaffen wollen? Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Einsatzkräften unserer Polizeien, Zoll- und Sicherheitsorganen für ihre geleistete Arbeit bedanken. Es sind unsere Einsatzkräfte und nicht die Politik, die die innere Sicherheit stärken und aufrechterhalten in unserem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und die Bundeskanzlerin hat jetzt, glaube ich, schon den Saal verlassen. Wie gesagt, sie hat nachher den ungarischen Ministerpräsidenten da. Horst Seehofer sitzt noch und hört sich die Rede von Sören Barthol, SPD, an. Lieber Herr Minister Seehofer, wenn ich Sie so reden höre, Ihre Rede der Superlative,
die Erfolge, Ihre Arbeitsnachweise. Herr Seehofer, dann sagen Sie einfach Danke. Danke an diejenigen, die diesen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben. Und ich sage Ihnen ganz klar, gefährden Sie diesen Koalitionsvertrag nicht durch das, was Sie die ganze Zeit tun. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir uns nach dem Theater der letzten Woche nun endlich mal wieder auf das konzentrieren können, was zählt, nämlich gute Politik zu machen, um dieses Land voranzubringen. Und ich finde schon, dieser Einzelplan erlaubt es uns auch. Und Sie können mit diesem Einzelplan auch die erfolgreiche Arbeit im Baubereich fortsetzen, die Barbara Hendricks in der letzten Legislaturperiode angefangen hat. Und an der Stelle ist es einfach gut, dass wir den Koalitionsvertrag da umsetzen. Und ich erwarte jetzt auch von Ihnen, Herr Seehofer, dass Sie einfach anfangen, den auch von Ihnen verhandelten, von Ihnen unterschriebenen Koalitionsvertrag einfach mal Punkt für Punkt umzusetzen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch den im Koalitionsvertrag vereinbarten Mix an Maßnahmen werden in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Und wichtig war es deshalb auch, einen soliden Haushalt vorzulegen, der genügend finanzielle Mittel für alle diese Instrumente bereithält. Denn nur eine gesunde Mischung aus geförderten und frei finanzierten Miet- und Eigentumswohnungsbau kann am Ende die Situation auf dem Wohnungsmarkt verbessern und gute Lebensverhältnisse für alle gewährleisten. Und deswegen nochmal vor diesem Hintergrund wünsche ich mir nochmal, Herr Seehofer, dass Sie am Ende genauso viel Leidenschaft für den Wohnungsbau zeigen wie für Ihre Transitzentren. Das wäre einfach fantastisch. Und wir haben im Koalitionsausschuss letzte Woche auch einen guten Kompromiss beim Baukindergeld gefunden. Das Baukindergeld ist eine wichtige Maßnahme, da sie die Eigentumsbildung von Familien fördert, damit sie im Alter sicher und mietfrei leben können. Und durch die zeitliche Begrenzung bis Ende 2020 werden wir die Ausgaben auch klar begrenzen. Und wir können Familien flächendeckend und unbürokratisch fördern, ohne Abstriche bei den anderen Programmen machen zu müssen. Und besonders erfreulich finde ich, dass wir im Koalitionsausschuss für den sozialen Wohnungsbau und auch die Städtebauförderung, zwei, wie ich zugebe, sozialdemokratische Kernanliegen, zusätzliche Mittel vereinbart haben. So stellen wir für den sozialen Wohnungsbau nochmal, das hat der Kollege Gerster gesagt, 500 Millionen in 2019 zusätzlich zur Verfügung. Und viele sprechen davon, dass bezahlbares Wohnen in Ballungsgebieten längst die besser verdienende Mittelschicht beschäftigt. Wir sollten aber nicht vergessen, dass viel härter das die Menschen betrifft, die in schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen hart arbeiten und dennoch immer weiter aus dem Zentrum, weg von ihrem Arbeitsplatz in die Außenbezirke bedrängt werden. Und deshalb geht es nicht nur darum, einfach mehr zu bauen. Die Wohnungen müssen auch dort gebaut werden, wo die Menschen arbeiten und leben wollen. Und vor allem, sie müssen bezahlbar sein. Sowohl für den Krankenpfleger in München als auch die Polizistin oder die Briefträgerin in Frankfurt. Und dazu dienen auch die vereinbarten Verschärfungen bei der Mietpreisbremse und die Absenkung der Modernisierungsumlage. Und die muss jetzt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, schnell beschlossen werden. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen wissen auch, die ambitioniertesten Wohnungsbauprogramme haben nur eine begrenzte Wirkung, solange wir uns nicht mal grundsätzlich mit der Bodenfrage beschäftigen. Bauland ist ein knappes Gut. Und steigende Bodenpreise treiben die Baukosten und damit natürlich auch die Miet- und die Eigentumspreise in die Höhe. Bezahlbare Wohnungen brauchen am Ende auch bezahlbares Bauland. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesministerium des Innern, also Sie, Herr Seehofer, werden ja dafür eine Expertenkommission einrichten, nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik. Und ich hoffe, dass wir da auch zeitnah mit Ergebnissen rechnen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Große Koalition hat die Bedeutung der Wohnungsfrage verstanden und eine ganze Reihe wirklich guter Maßnahmen vereinbart. Doch nur wenn wir diese Programme zusammendenken, können wir nachhaltige Lösungen erzielen. Das heißt, nicht Baukindergeld gegen sozialen Wohnungsbau ausspielen, sondern als Teil einer Wohnungspolitik zu verstehen. Und hierauf werden wir ganz genau achten. Für das Theater drumherum kann ich, glaube ich, klar sagen, fehlt uns, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern doch jegliches Verständnis. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Linda Teuteburg. Nächste Rednerin ist Linda Teuteburg für die FDP. Sie ist migrationspolitische Sprecherin und Obfrau im Innenausschuss für die FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Thema Migration konnte man in den letzten Tagen und Wochen nicht entkommen. Die Kanzlerin hat es zur Schicksalsfrage für Europa erklärt. Andere sagen, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland daran entscheide. Wenn das stimmt, dann waren die vergangenen Wochen keine guten Wochen für Europa und unser Land. Und die Koalition, sie hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Debatte immer schriller wird, dass wir aber in der Sache nicht vorankommen. Die AfD wirft hin und wieder einen Brandbeschleuniger in die Debatte, aber dass der Flächenbrand immer wieder neu entfacht wird, dafür ist diese Regierung selbst verantwortlich. Seit Wochen erleben wir einen geradezu absurden Streit in der Koalition und der Union. Aber der eigentlich für April schon angekündigte Masterplan Migration, der liegt bis heute dem Innenausschuss nicht vor. Und was Sie nach dem Europäischen Rat und dem Koalitionsausschuss präsentiert haben, was Sie da vorzuweisen haben, das sind Gleichungen mit mehreren Unbekannten. Was wir aber brauchen, das sind nachvollziehbare, tragfähige Lösungen, die befriedend wirken. Und Sie reden viel, Sie streiten noch mehr, aber Sie handeln zu wenig, zu spät und zu zögerlich. Das zeigt sich leider auch im Haushaltsentwurf, denn vieles, was die Koalition hier vorlegt, ist richtig. Aber es kommt zu spät. Mehr Bundespolizisten und mehr Personal für mehr Qualität im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das hätten wir schon vor 3 Jahren gebraucht. Der Schaden ist angerichtet, und um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen, da braucht es übrigens inzwischen viel mehr als endlich gutes Handwerk, wie Andrea Nahles gestern gefordert hat. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend gutes Handwerk. Es braucht auch eine Politik, die endlich, übrigens frei nach Ferdinand Lassalle, Probleme nicht kleingeistig bemäntelt, sondern die sagt, was ist, und die danach auch handelt. Die den Anspruch hat, demokratisch zu gestalten. Das heißt übrigens auch erst mal debattieren, statt zu demobilisieren. Und das ist das Gegenteil einer Politik, die versucht, wie die Kanzlerin es formuliert hat, bei den Bürgern bloß den Eindruck zu erwecken, dass Recht und Ordnung durchgesetzt werden. Uns Freien Demokraten geht es um Ordnung durch die meisterhafte, die zuverlässige Durchsetzung geltenden Rechts. Der Eindruck muss auch begründet sein. Und schließlich geht es um die Demut und das Verantwortungsbewusstsein, dass wir selbst hier mit unseren Handlungen dazu beitragen und das Bild prägen, das sich die Bürger von unserer Demokratie und ihren Repräsentanten machen. Denn eine solche Politik lässt sich für Geld nicht kaufen. Wo sie fehlt, werden alle Haushaltsmilliarden nicht genügen, sie zu ersetzen. Und ob sie auch mit der so wichtigen politischen Bildung ein paar Millionen dort mehr den Schaden wieder gut machen können, den sie mit dem Vorgehen bei der Parteienfinanzierung anrichten, das bezweifle ich stark. Unser System, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die zu stärken und für mehr Menschen zu ihrer Heimat zu machen, das wäre heimatbezogene Innenpolitik im besten Sinne. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Aussprache zur Regierungserklärung im März habe ich die ersten Verlautbarungen des neuen Innenministers Horst Seehofer zum Islam, zu Geflüchteten, zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz als angebliches Vorbild für ein Mustergesetz des Bundes wie folgt bewertet. Wer so agiert, der will nicht zusammenführen, sondern spalten. Und deswegen drängt sich die Frage auf, ob Herr Seehofer wirklich geeignet ist, die Heimat zu schützen, oder ob unser Land nicht vielmehr vor diesem Minister geschützt werden muss. Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass diese Aussage schon nach weniger als 100 Tagen so nachdrücklich bestätigt wird. Herr Seehofer, Sie sind für das Amt des Innenministers, das Sie nun wohl doch noch ein paar Wochen bekleiden werden, denkbar ungeeignet, persönlich wie politisch. Sie sind persönlich ungeeignet, das haben Sie gerade in den letzten Wochen immer wieder unter Beweis gestellt. Wer aus rein wahltaktischen Gründen ohne jede Not eine Regierungskrise herbeiführt, die eigene Bundeskanzlerin erpresst und sogar überstürzte Neuwahlen zu provozieren bereit ist, dem darf man die innere Sicherheit unseres Landes nicht länger anvertrauen. Und dass Sie aus unserer Sicht auch politisch für das Innenressort ungeeignet sind, zeigt allein schon der Blick in den bis vor kurzem als Top Secret gehandelten Masterplan zum Flüchtlingsthema. Sie, Herr Seehofer, aber auch die Bundeskanzlerin inzwischen,
stehen für Ausgrenzung, Abschottung und neue Mauern. Wir als Linke stehen für Weltoffenheit, Humanität und Solidarität. Und genau deshalb werden wir Ihren gegensätzliche Ziele verfolgenden Haushalt selbstverständlich ablehnen. Und schaut man sich die Zahlen im Einzelnen an, so gibt es viel Schatten und nur wenig lichte Momente. 100 zusätzliche Stellen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind noch vernünftig und nachvollziehbar. Der deutliche Aufwuchs beim Technischen Hilfswerk findet unsere Unterstützung und auch für einige neue Stellen bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt mag es vertretbare Gründe geben. Mehrere tausend neue Dienstposten im Sicherheitsbereich sind aber definitiv nicht erforderlich, zumal nicht nur beim BND und Verfassungsschutz hunderte schon vorhandene Stellen nach wie vor unbesetzt sind. Und hinzu kommt, dass für viele der zusätzlichen Stellen derzeit gar keine Ausbildungskapazitäten vorhanden sind. Hier wird mehr Sicherheit vorgegaukelt. In Wahrheit ist das eine Irreführung der Öffentlichkeit. Die Entfristung von Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war überfällig und zu begrüßen ist auch, dass wenigstens einige Stellen für den Kampf gegen Antisemitismus vorgesehen sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung sowie beim neuen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland. Einer der wenigen Lichtblicke ist die Aufstockung der Sportförderung um 23 Millionen Euro, bessere Entlohnung für Trainerinnen und Trainer, höhere Zuwendung für den Behindertensport und die nationale Anti-Doping-Agentur haben wir lange gefordert. Leider ist keine der jetzt im Haushaltsausschuss vorgenommenen Aufstockungen zuvor im Sportausschuss beschlossen worden. Aufgrund der Zerstrittenheit der Koalition kam es dort nicht mal zu einem klaren Votum für eine wirklich unabhängige Athletenvertretung. Das, meine Damen und Herren, war kein Ruhmesblatt vor Freitag, und das muss sich wirklich dringend ändern. Ich komme zum Schluss. Herr Minister Seehofer, ich hoffe, Sie nutzen die parlamentarische Sommerpause auch zum Nachdenken über Ihre Zukunft. Spätestens nach dem absehbaren Debakel der CSU bei der bayerischen Landtagswahl brauchen Söder und Dobrindt einen Sündenbock und werden sie eiskalt fallen lassen. Vielleicht entscheiden Sie besser schon vorher selbstbestimmt über Ihren Abschied. Dann haben die genannten beiden Herren jedenfalls ein echtes Problem. Herzlichen Dank. Einzelplan 06, Inneres, Bau und Heimat. Die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Daniela Wagner. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, anstatt sich um die soziale Frage unserer Zeit, nämlich den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, zu kümmern, führt unser zuständiger Minister für Bau und Heimat populistische Gefechte und ist bereit, eine ganze Bundesregierung platzen zu lassen für den Wahlkampf in Bayern mit abenteuerlichen Masterplänen. Ich frage Sie, Herr Seehofer, wo bleibt denn eigentlich der Masterplan für bezahlbares Wohnen? Und ich frage Sie, wann leisten Sie Ihrer Heimat, nämlich Deutschland, endlich einen echten Dienst und sorgen dafür, dass Bürgerinnen und Bürger mit dem Gehalt einer Erzieherin, einer Polizistin oder eines Krankenpflegers nicht mehr 40% ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen? Und Ihr Baukindergeld ist ebenfalls ein Projekt für die Landtagswahl in Bayern und ist eine Reichenheimzulage ohne jegliches wohnungspolitisches Konzept. Sie ist eine üppige Subvention, 10 Milliarden, für diejenigen Haushalte, die im Zweifelsfall sich selber aus eigener Kraft ein Häuschen oder eine Wohnung finanzieren können. Und genauso schlimm, es zieht Investitionen auf die grüne Wiese statt in die Ortskerne. Diejenigen, die es tatsächlich bräuchten, haben ohnehin keinen zureichenden Zugang zum Kapitalmarkt, wie wir inzwischen wissen, weil das notwendige Eigenkapital fehlt. Das sind junge Familien mit Kindern, Alleinstehende, junge Berufstätige mit kleinen Gehältern. Und sie sind diejenigen, die immer stärker unter Druck geraten wegen rasant steigender Mieten. Und wo bleibt denn da Ihre Hilfe, Herr Seehofer? Sie blockieren zum Beispiel seit Wochen die dringend notwendige Reform des Mietrechts, die verhindert, dass Menschen aus ihrer Wohnung heraussaniert und mit immer dreisteren Mieterhöhungen konfrontiert werden. Wir Grüne
Wir wollen dem etwas entgegensetzen. Eine wirksame Mietpreisbremse, ein Investitionsprogramm, neue Gemeinnützigkeit. Damit wollen wir 1 Million Wohnungen zu dauerhaft günstigen Mietpreisen schaffen und sicherstellen. Und mit unserem Programm, mit unserem 7-Milliarden-Programm Faire Wärme, wollen wir Energie- und Nebenkosten sparen helfen. Das Bestellerprinzip wollen wir auf Immobilienkäufe ausdehnen und die Maklergebühren auf 2% begrenzen. Das senkt die hierzulande absurd hohen Transaktionskosten. Herr Minister, ich kann Sie nur bitten, verlassen Sie endlich die bayerische Trutzburg und werden Sie ein Bundesminister für Bau und Heimat, der seinen Namen verdient. Tun Sie etwas für die Menschen in Deutschland, für Mieterinnen und Mieter, anstatt pausenlos immer nur über Flüchtlinge zu schwadronieren. Diese Debatte führt ins Nichts, sie führt uns alle ins Nichts und schafft nicht eine einzige Wohnung. Danke schön. Nächster Redner in der Debatte kommt von der CDU-CSU, Stefan Habert, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion für den Bereich Innenpolitik. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die innere Sicherheit war bereits in der vergangenen Legislaturperiode einer der ganz zentralen Investitionsschwerpunkte der Großen Koalition. Unser Handeln war dabei geleitet von einem Dreiklang. Wir haben erstens für mehr Polizistinnen und Polizisten gesorgt, denen ich für ihre Arbeit danken möchte. Wir haben zum Zweiten ihre Ausstattung und ihre Ausrüstung verbessert. Und wir haben zum Dritten Gesetze dort verschärft, wo dies geboten war. Es gibt vor allem eine Zahl, die mehr als alle anderen Zahlen verdeutlicht, welche Anstrengungen die Große Koalition unternommen hat. Es ist die Zahl von knapp 10.000 zusätzlichen Stellen bei den Sicherheitsbehörden des Bundes, für die wir in der vergangenen Legislaturperiode die Weichen gestellt haben. Einen solchen Aufwuchs kann man ohne jede Übertreibung als historisch bezeichnen. An diese Leistung knüpfen wir mit dem ersten Haushalt der neuen Legislaturperiode nahtlos an. Insbesondere erfolgt mit einem weiteren Plus von fast 2.000 Stellen der erste Schritt des im Koalitionsvertrag vereinbarten Aufwuchses um insgesamt weitere 7.500 Stellen für die Sicherheitsbehörden. Diese Stellen sind Teil eines Paktes für den Rechtsstaat, den wir gemeinsam zwischen Bund und Ländern schließen wollen, um den Rechtsstaat in Deutschland nachhaltig zu stärken. Dieser Pakt sieht 15.000 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden im Bund und in den Ländern vor und 2.000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte. Und von der FDP ist heute in die Debatte der wohlmeinende Hinweis eingeführt worden, es wäre eigentlich immer besser, wenn man schon viel früher die Weichen für Personalaufwuchs gestellt hätte. Ja, das gilt auch in diesem Bereich. Es wäre gut gewesen, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger die Defizite, die wir in diesem Bereich hatten und haben, nicht verschlafen hätte, sondern wenn sie rechtzeitig die Weichen gestellt hätte. Das machen wir nun in der Großen Koalition, und wir werden für den entsprechenden Aufwuchs sorgen. Meine Damen und Herren, dass es sich lohnt, anhand dieses Dreiklangs vorzugehen, das sieht man. Die Erfolge sind sichtbar. Bund und Länder haben gemeinsam etwa im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls einen hohen Verfolgungsdruck aufgebaut. Wir haben beim Bund dafür gesorgt, dass es mehr Personal bei der Bundespolizei und beim BKA gibt, dass es härtere Strafen gibt, dass es neue Ermittlungsbefugnisse gibt. Und wir sehen jetzt, im Jahr 2017 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland um rund 25% zurückgegangen. Das ist ein großer Erfolg, aber er soll uns nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen. Und deshalb sehen wir auch jetzt im Haushalt etwa vor, das KfW-Programm zur Förderung einbruchhemmender Maßnahmen nicht nur fortzuführen, sondern es auf 65 Millionen Euro gar aufzustocken. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt im Haushalt 2018 ist das BAMF. Der Stellenaufwuchs ist heute bereits benannt worden. Ich möchte mit Blick auf das BAMF sagen, der Innenausschuss des Deutschen Bundestags hat sich in den vergangenen Wochen in vielen Sondersitzungen in ganz vorzüglicher Weise um die Aufklärung der Vorwürfe bei der Bremer Außenstelle des BAMF gekümmert.
Seine Arbeit hat deutlich gemacht, dass die vorsätzlichen Rechtsbrüche, die sich in Bremen zugetragen haben, nach allem, was wir wissen, ein Einzelfall sind, der nicht die Arbeit einer ganzen Behörde und von Tausenden von Mitarbeitern diskreditieren darf. Das heißt aber nicht, dass beim BAMF alles in schönster Ordnung wäre. Die Sitzungen des Innenausschusses haben noch einmal sehr genau nachgezeichnet, unter welch enormen Druck das Bundesamt geraten ist, als 2015 und 2016 binnen Jahresfrist nicht mehr 100.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten waren, sondern als 1,2 Millionen Anträge bearbeitet werden mussten. Daraus den Vorwurf eines politisch verschuldeten Organisationsversagens abzuleiten, ist absurd. Die heute sagen, sie hätten den großen Zustrom schon immer kommen sehen, haben jedenfalls ihr Wissen jahrelang sorgfältig geheim gehalten, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Große Koalition hat hart dafür gearbeitet, die Auswirkungen der Migrationsbewegungen in den Griff zu bekommen. Eine unzählige Maßnahmen, Asylpaket 1, Asylpaket 2, EU-Türkei-Abkommen, Integrationsgesetz, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und viele andere Maßnahmen mehr. Die Migration ist eine unserer größten Herausforderungen. Wir werden sie nicht mit einer einzelnen Maßnahme bewältigen, sondern nur mit beharrlicher Arbeit. Und deshalb sehen wir, seit 2015 ist durch die beharrliche Arbeit, die wir hier gezeigt haben, vieles, vieles besser geworden. Es ist noch nicht alles gut. Das, was noch nicht gut ist, besser zu machen, ist unsere Aufgabe in der neuen Legislaturperiode. Dafür leistet der Haushalt 2018 einen wichtigen Beitrag. Herzlichen Dank. Sagt Stefan Habert von der CDU-CSU, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und der nächste Redner kommt erneut von der AfD, Marc Bernhard. Er ist schon der dritte AfD-Redner in dieser Debatte. Die Fraktionen haben gerade in diesem großen Ressort die Redebeiträge ein bisschen unterteilt. Er ist Mitglied im Bauausschuss. 6 Milliarden Euro für 1,5 Millionen Wohnungen. Das heißt, die Bundesregierung finanziert gerade mal einen Quadratmeter pro Wohnung, einen einzigen Quadratmeter. Und wo bitte soll der Rest herkommen? Beim Blick in den Haushalt findet man dann erfreut 1,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Auf den ersten Blick lässt man sich dann von dieser Zahl blenden. Schaut man aber ins Kleingedruckte, wird klar, für den sozialen Wohnungsbau stehen nur 500 Millionen Euro zur Verfügung. 1 Milliarde sind für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen vorgesehen. Also für wen sollen eigentlich diese 1,5 Millionen Wohnungen gebaut werden? Allein 1 Million davon werden für die rund 2 Millionen illegal eingereisten Migranten genötigt, die die Regierung die letzten 3 Jahre ins Land gelassen hat. Die restlichen 500.000 Wohnungen, ja, regen Sie sich nur auf, die restlichen 500.000 Wohnungen reichen nicht einmal für den Familiennachzug, geschweige denn für die weitere illegale Zuwanderung, wenn diese nicht gestoppt wird. Die Bundesregierung spielt also die deutsche Bevölkerung und die Flüchtlinge auf dem Wohnungsmarkt gegeneinander aus. Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Palmer stellte vor kurzem klar, wie absurd das Ganze eigentlich ist, indem er ausführte, rechtlich bin ich verpflichtet, für die Flüchtlinge zu bauen, es ist eine kommunale Aufgabe. Ich muss denen eine Wohnung bereitstellen. Ich bin rechtlich nicht verpflichtet, es für Sie, die schon länger hier Wohnenden, zu tun. So ist die Rechtslage. Städte und Kommunen nehmen die Rechtslage ernst und setzen ihre eigenen Bürger auf die Straße, um Flüchtlingen Wohnraum zu verschaffen. Wie zum Beispiel in der nordrhein-westfälischen Stadt Nieheim, wo 2 Frauen von der Stadt die Wohnung gekündigt wurde, um dort Flüchtlinge einzuquartieren. Beate C., eine alleinerziehende Mutter, und ihre beiden Töchter wurden nach 23 Jahren von der Stadt einfach vor die Tür gesetzt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kein Einzelfall. Städte und Kommunen kündigen schon länger hier Wohnenden, um diese gegen Flüchtlinge auszutauschen. Rechtlich problematisch und politisch katastrophal, so die Kritik des Mieterschutzbundes.
Unsere Antwort darauf lautet, wer es in 13 Jahren nicht schafft, den eigenen Menschen bezahlbaren Wohnraum und ein Dach über dem Kopf zu garantieren, der hat seinen Amtseid nicht ernst genommen und sollte daher sofort zurücktreten. Herzlichen Dank. Marc Bernhard hier mit der Aufforderung an den Bundesinnenminister. Nächste Rednerin ist Dagmar Freitag. Sie ist Vorsitzende im Sportausschuss und ist in der SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich räume ein, nach solch einer Rede fällt es mir relativ schwer, zu einem ruhigen Ton für meine Rede zurückzufinden. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Parlament hat mit diesem Haushalt Zeichen gesetzt, und zwar auch im Bereich Sport. Wir sind mitten in einer großen Reform, und unsere Zeichen gehen weit darüber hinaus, nur Geld zur Verfügung zu stellen. Ich will mich auf einige wenige Stichpunkte beschränken. Athleten Deutschland ist schon mehrfach erwähnt worden. Was ist das eigentlich? Ja, das ist ein unabhängiger Verein, den unsere Athletinnen und Athleten gegründet haben, um ihre Belange eigenständig und losgelöst vom Dachverband vertreten zu können. Und ich frage mich wirklich, warum hat das so viele auch konfrontative Diskussionen darum geben müssen? Was ist daran bemerkenswert, wenn junge Menschen im 21. Jahrhundert ihre Belange selbstständig vertreten wollen? Und ich glaube, jeder Verband, egal ob auf nationaler oder internationaler Ebene, ist wirklich schlecht beraten, wenn er heute noch seine Athleten am Gängelband führen will. Denn wir sollten mal nicht vergessen, ohne Athletinnen und Athleten braucht es weder Verbände noch Funktionäre. Also mit anderen Worten, die angestrebte Unabhängigkeit dieses Athletenvereins hat auch die Unterstützung des Parlaments. Und, sehr geehrter Herr Minister, ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass auch Sie die Unabhängigkeit von Athleten Deutschland unterstützen. Wir werden Sie da beim Wort nehmen. Denn damit wären Sie in bester Tradition der Vorgängerregierung. Schließlich hat das Bundesinnenministerium auch zum Schluss der letzten Wahlperiode diese Bestrebungen schon unterstützt. Und ja, ich erlaube mir an dieser Stelle auch einen ausdrücklichen Dank an den früheren Leiter der Sportabteilung im BMI, an Gerhard Böhm, für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport ist nicht gleich Sport. Ich habe eine ganz herzliche Bitte. Nehmen Sie nicht den Fußball als Maßstab für die Lebenswirklichkeit von Athletinnen und Athleten. Je nach Sportart, je nach Disziplin haben oftmals selbst Weltmeister, Olympiasieger erhebliche finanzielle Probleme während ihrer laufenden Karriere. Das sind junge Menschen, die Berufsausbildung mit Hochleistungssport in Verbindung bringen müssen oder vielleicht sinnvollerweise auch wollen. 12- bis 14-Stunden-Tage sind keine Seltenheit. Ich kann Ihnen sagen, mir nötigt das allerhöchsten Respekt ab. Und die Koalition wird diese jungen Menschen unterstützen, und zwar durch eine finanzielle Förderung über ein Modell der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Ich muss ehrlich sagen, wenn es die Deutsche Sporthilfe nicht schon lange gäbe, müsste sie erfunden werden. Sie hat sich immer als verlässlicher Partner der Athletinnen und Athleten dargestellt, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich über Sport spreche, naja, dann eigentlich vorzugsweise jedenfalls über einen fairen, über einen sauberen Sport. Aber das Thema Doping ist untrennbar mit dem Begriff Sport verbunden. Und damit werfe ich noch einen Blick auf unsere nationale Anti-Doping-Agentur. Der Kollege Martin Gerster hat es bereits erwähnt. Ja, unsere Fraktion, diese Koalition steht an der Seite der NADA, weil wir möchten, dass diese ihre exzellente Arbeit auf nationaler Ebene fortsetzen kann und
was ich wichtig finde, vielleicht sogar vorbildlich für die internationale Ebene sein kann. Ich weiß jedenfalls aus vielen Gesprächen in anderen Ländern, dass die Vorstandsvorsitzende Dr. Andrea Gotzmann dort einen exzellenten Ruf als Expertin genießt. Und das Gleiche gilt natürlich für die Welt-Anti-Doping-Agentur. Auch dort wünsche ich mir Unabhängigkeit und professionelle Arbeit. Und möglicherweise ergibt sich ja im nächsten Jahr die Chance, wenn die Norwegerin Linda Helleland als Nachfolgerin von Craig Reedy als Präsidentin kandidieren wird. Meine Unterstützung hat sie jedenfalls dafür. Kurzum, im Sport, so schön er ist, gibt es Probleme zu bewältigen. Wir sind mitten in einer großen Leistungssportreform. Daran werden wir gemeinsam arbeiten. Und gemeinsam arbeiten heißt nicht nur mehr Geld vom Bund, auch der Sport muss liefern. Auch da werden wir gemeinsam darauf achten. In diesem Sinne eine weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank und vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Föst, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Seehofer. Irgendwie hatte ich ja schon kurz die Hoffnung, dass nach der letzten Legislaturperiode mit Wohnungs- und baupolitischer Tiefschlafphase das Problem Wohnkosten endlich angegangen wird. Immerhin haben Sie ja im CoA-Vertrag völlig zu Recht das Problem erkannt. Uns fehlt Wohnraum. Deswegen sollen ja nach Ihrer Hoffnung 1,5 Millionen Wohnungen entstehen. Bis jetzt sind es zwar nur knapp 110.000, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Allerdings, Zweifel sind angebracht, denn leider fehlt es in Deutschland nicht nur an Wohnraum, sondern der Großen Koalition auch an Mut. Sie stehen mit Ihren bauwohnungspolitischen Vorschlägen sowohl auf dem Gas als auch auf der Bremse. Und als Motorradfahrer kennt man das. Das heißt Burnout. Das passt ja irgendwie auch zum ganzen Konzept. Gas, Bremse, Motorrad, der Reifen dreht durch. Außer viel Lärm und Rauch kommt nichts bei rum und am Ende fliegt einem alles um die Ohren. Zum Beispiel, das stimmt allerdings, ein Wheelie und Burnout sind sehr nette Sachen, aber machen wir in der Freizeit, nicht in der Politik. Zum Beispiel, was Ihnen um die Ohren fliegt, ist Ihr Lieblingsprojekt, das jetzt schon gescheiterte Baukindergeld. Die Expertenmeinung, zum Beispiel Bundesrechnungshof, IW Köln, Pestel-Institut, Steuerzahlerbund, Eigenheimverbände, Mieterschutzbund und so weiter und so fort, ist, naja, sagen wir mal, vernichtend. Und nach einem ewigen Hin und Her, weil das Baukindergeld zu teuer ist und nichts bringt, begrenzen Sie das Baukindergeld auf 3 Jahrgänge. Da muss ich allerdings sagen, Chapeau. Jetzt können Sie das Baukindergeld vor jeder Wahl wieder als Wohlfühl-Wahlkampfgeschenk versprechen. So abgezockt muss man erst mal sein. Dabei gäbe es so viele Maßnahmen, um das Wohnen und das Eigenheim bezahlbar zu machen. Viele Maßnahmen, die nichts oder wenig kosten, aber schnell Wirkung entfalten. Entbürokratisierung, wenig Aufwand, viel Ertrag. Das hat schon die Baukostensenkungskommission gezeigt. Sie müssten die Vorschläge nach fast 3 Jahren nur einfach mal umsetzen. Bundesliegenschaften. Wir haben einen akuten Baulandmangel, aber der Bund sitzt auf seinen Grundstücken wie Dagobert Duck auf seinen Taler. Hier muss entwickelt und verkauft werden. Digitalisierung in der Verwaltung und in der Planung. Time is money, gilt auch im Wohnungsbau. Kein Planungsvorgang und kein Genehmigungsverfahren ist analoger und so langsam wie die Baugenehmigung. Handeln Sie hier endlich. Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Wir können viel mehr Menschen in die eigene 4 Wände bringen, wenn wir die Erwerbsnebenkosten senken. Doch der Staat hält immer nur die Hand auf. Machen wir Schluss damit. Ich kann Ihnen, sehr werte Kollegen CDU, CSU, SPD, in den FDP-mitregierten Ländern, fragen Sie mal Ihre Ministerpräsidenten aus SPD und CDU, wie es mit der Grunderwerbsteuer aussieht. Das scheitert nicht an uns. Aber eins hat jetzt die GroKo in der ganzen parteipolitischen Ehekrise glatt vergessen. Und das sind die Menschen. Sie sind nämlich wieder die Dummen.
Den Menschen nehmen die Mieten nach wie vor die Luft zum Atmen. Die Menschen finden weder bezahlbaren Wohnraum, noch schaffen sie es in die eigenen vier Wände. Vielleicht wird es Zeit, dass sich die GroKo um die Menschen in diesem Land kümmert und nicht nur um sich selber. Dabei helfen wir Ihnen sehr gern. Vielen Dank. Daniel Föst war das von der FDP. Der nächste Redner kommt von der CDU-CSU, Kai Wegner. Und er ist der Großstadtbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt viel über innere Sicherheit gesprochen, zu Recht. Aber es gibt nicht nur die innere Sicherheit, es gibt auch die soziale Sicherheit. Und hier sind wir sehr schnell bei den Themen der Lebensqualität, bei der Heimat, beim Wohnumfeld, aber selbstverständlich auch im Zuhause, in der Wohnung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass diese Koalition einen neuen Anlauf holt, neuen Schwung nimmt im Bereich des Wohnungsbaus. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass die Zeit des Redens vorbei ist, dass diese Legislaturperiode die Zeit des Handelns wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das verdienen die Menschen in unserem Land. Und ja, der Koalitionsvertrag legt hier einen Schwerpunkt. Und der ist auch nicht wegzudiskutieren. Wenn Sie sich anschauen, ich verstehe manche Fragen gar nicht, die Sie gestellt haben. Sie müssen doch nur mal gucken, was wir heute beschließen an Wohnraumoffensive. Dann sehen Sie doch die Antworten, die diese Koalition gibt. Wir werden die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Neue Wohnungen und Eigenheime, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein anspruchsvolles Ziel, das wissen wir. Und wir wissen, wir werden es nicht alleine schaffen. Wir brauchen die Länder, wir brauchen die Kommunen, wir brauchen im Übrigen auch die Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen die kommunalen Gesellschaften, wir brauchen die privaten Gesellschaften, wir brauchen auch die Genossenschaften. Und ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde mich freuen, wenn das alle Länder so sehen würden. In Berlin, wenn ich da mit den Privaten spreche, wenn ich auch mit den Genossenschaften mittlerweile spreche, fühlen die sich immer ausgegrenzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist der falsche Weg. Wir brauchen alle Beteiligten, um unsere großen Ziele im Wohnungsbereich umzusetzen. Ja? Kollege Wegner, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Grünen? Ach, Herr Kühn, gern. Ja, Kollege Wegner, danke, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja jetzt ausgeführt, was diese Koalition in diesem Haushalt an möglichen Maßnahmen sozusagen auf den Weg bringt, um den Wohnungsbau voranzubringen. Und Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen fördern wollen. Welche Maßnahme in dem Haushalt oder welche Maßnahme, die die Große Koalition im Augenblick geplant hat, führt dazu, dass kommunale Unternehmen oder genossenschaftliche Unternehmen oder ehemals gemeinnützige Unternehmen nur einen Cent mehr haben? Keine, meiner Einschätzung nach. Aber welche sehen Sie denn da? Ich glaube, das ist ein entscheidendes Thema, lieber Herr Kühn. Und hier muss die Regierung gleich nach der Sommerpause anlegen. Und ich weiß auch, dass das in Planung ist. Ein ganz wichtiger Punkt übrigens auch für den Wohnungsgipfel. Wie können wir schneller Bauland mobilisieren? Wie können wir schneller Bauland auch verteilen? Und ich glaube, hier muss in der Tat, was mietpreisdämpfende Wirkungen angeht, auch ganz konkret an Genossenschaften gedacht werden, lieber Herr Kühn. Lassen Sie uns dafür gemeinsam streiten und kämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir rammen mit diesem Haushalt in der Tat Flöcke ein. Ja, wir setzen das Baukindergeld durch. Und das ein oder andere Gespräch war doch nötig. Merken Sie vielleicht noch an meiner Stimme, sie ist immer noch leicht angeschlagen. Ich bin froh und dankbar, dass wir Familien nicht einschränken, dass wir sie nicht begrenzen bei einer Quadratmeterzahl, sondern mit dem Baukindergeld eine breitestmögliche Wirkung erzielen für die Familien in unserem Land. Sie haben es verdient. Wir wollen nicht akzeptieren, dass Deutschland in der Eigentumsquote ganz weit hinten in Europa steht. Wir wollen den Familien Mut zum Eigentum machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das schaffen wir mit dem Baukindergeld. Ich bin davon überzeugt. Wir setzen einen weiteren Schwerpunkt auf den sozialen Wohnungsbau. Wir nehmen viel Geld in die Hand. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Föst, wurde ja schon gesagt, was machen die Länder? Ich erwarte,
dass die Länder zweckgebunden diese Mittel des Bundes endlich konsequent alle einsetzen für die soziale Wohnraumförderung. Wir brauchen den sozialen Wohnungsbau. Der Bund, diese Koalition hat es verstanden. Ich hoffe, alle Länder auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird endlich die Sonder-AFA für den Mietwohnungsbau kommen. Hätten wir schon in der letzten Legislaturperiode haben können. Jetzt haben wir es endlich erreicht. Ich glaube, ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt. Meine Damen und Herren, um mal auch hier mit einer Legende aufzuräumen. Ja, wir nehmen viel Geld für das Baukindergeld in die Hand. Das ist gut, das ist wichtig. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles andere als ein reichen Förderprogramm, Frau Wagner. Wir setzen eine Einkommensobergrenze. Was wir wollen, liebe Frau Wagner, und das ist vielleicht der Unterschied zu Ihnen, wir wollen nicht für ein bestimmtes Klientel in Deutschland Politik machen, sondern wir wollen für jeden Geldbeutel, der es verdient hat, gefördert zu werden, Politik machen. Wir wollen nämlich auch die Normalverdiener in den Blick nehmen, die in den letzten Jahren vielleicht ein Stück weit zu kurz gekommen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die sind uns nämlich auch wichtig. Und wenn Sie sagen, wir konzentrieren uns nur noch auf diese Menschen, dann ist das Quatsch. Wir geben mehr als doppelt so viel für die soziale Wohnraumförderung aus als für das Baukindergeld. Mehr als doppelt so viel. Und deswegen bitte ich Sie einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, auch von den Grünen, hören Sie auf mit diesen Neiddebatten in unserem Land. Hören Sie auf mit diesen Neiddebatten. Hören Sie auf mit der Klassenkampfrhetorik im Wohnungsbau. Das verdienen die Menschen in unserem Land nicht. Lassen Sie uns die fördern, die Förderung verdienen. Das sind die Menschen, die wenig bis gar nichts haben. Es sind aber auch die Familien, die dieses Land aufrechterhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen, und den Laden zum Laufen bringen. Und das machen wir. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Deswegen sind wir ein verlässlicher Partner für die Städte und für die Kommunen im Bereich der Städtebauförderung. Wir wollen Steine aus dem Weg räumen, die oftmals noch in den Gesetzen gegeben sind. Wir wollen diese Steine lieber nutzen, um neue Wohnungen zu bauen, meine Damen und Herren. Und dafür bietet dieser Haushalt eine ganz hervorragende Grundlage. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin kommt von der SPD und heißt Susanne Mittag. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zahlen und Fakten der Verbesserungen, das hat mein Kollege Martin Gerster ja schon alles aufgeführt, das will ich nicht nochmal aufführen. Wir sind sehr zufrieden über die Verbesserung und besonders über den Stellenaufwuchs und Stellenhebung. Nicht, dass es dann zum Flaschenhals kommt, das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig, was noch keiner erwähnt hat, auch im Angestelltenbereich. Es geht nicht nur immer um Beamte, sondern es geht auch um Angestellte. Ganz besonders das Ausmaß der Entfristungen ist wichtig und die Vereinbarung, dass das Ziel ist, die Befristung unter 2,5% zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Weg und endlich gibt es eine Vorbildfunktion des Bundes und auch eine Glaubwürdigkeit im Bereich des Arbeitsrechts. Der Stellenaufwuchs der Bundespolizei ist aber nicht ein Mehr, sondern das ist langsam das, was jahrelang abgebaut worden ist. Wir kommen so langsam in den Level rein, wo wir einfach damals mal gestartet sind. Und dabei kamen und kommen noch weitere Aufgaben dazu. Deswegen wird logischerweise mehr Personal benötigt, besonders ja in der aktuellen Diskussion, was so alles im Raum schwirrt, was noch dazukommt. Zum Beispiel erheblich mehr Frontex-Beamte, da müssen wir auch mehr Polizeibeamte für anmelden, mehr Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit im Ausland. Das sind also mehr Polizeibeamte im Ausland. Das ist eine sehr gute Sache, das wollen wir auch sehr gerne unterstützen. Das bedeutet aber logischerweise auch mehr Investitionen in die Auslandseinsätze der Polizeibeamten. Dabei ist die Sicherheit und die Kriminalitätsbekämpfung auf Bahnhöfen, auf Flughäfen und gleichberechtigt an allen Grenzbereichen, nicht nur in Bayern, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern aktiv müssen die Beamten agieren können, um eben, so wie man bei der Polizei sagt, vor die Lage zu kommen. Dabei ist es mir völlig unverständlich, warum Sie als Innenminister, Herr Seehofer, bis heute 2,2 Millionen Überstunden Ihrer Beamten ignorieren. Das Verlangen, dass sie verlangen, dass sie binnen einem Jahr abgefeiert werden oder eben verfallen. Die ersten sind schon verfallen. Und es ablehnen, diese Frist auf 3 Jahre zu verlängern.
und trotzdem diesen Beamten schon mal viel Arbeit ankündigen und dadurch offensichtlich jede Menge Überstunden noch weiter aufgebaut werden. Als Dienstherr haben Sie da eine Fürsorgepflicht und ich bitte Sie, da endlich mal nachzukommen. Und das können Sie heute noch mit einem Erlass erledigen. Abschließend möchte ich noch einen Punkt zur inneren Sicherheit erwähnen, und das ist der ergänzende Katastrophenschutz und Zivilschutz. Das ist ein positiver erster Schritt, dass das BBK mehr Stellen bekommen hat. Das ist auch ganz wichtig. Aber in vielen Orten Deutschlands, das werden alle Kollegen mitgekriegt haben, herrscht bei den Feuerwehren ein jahrelanger Mangel bei den erforderlichen Fahrzeugen des Zivilschutzes. Das ist eine Verpflichtung des Bundes. 5 bis 6 Jahre vergehen zwischen Aussonderung der neuen Fahrzeuge, die dann inzwischen über 30 Jahre alt sind. Die Landesinnenminister haben in ihrer letzten IMK diesen Zustand Ihnen gegenüber ebenfalls beklagt. Es liegt auch in Ihrer Zuständigkeit, Herr Innenminister, diesen Zustand zu ändern. Morgen starten ja schon mal die Haushaltsberatungen für 2019. Und Sie können gleich mit Ihrer Arbeit anfangen, in einem Dreijahresprogramm die Wartezeit auf ein neues Fahrzeug auf ein Jahr zu verringern. Das ist absolut möglich. Und es liegt an Ihnen, diesen Zustand endlich zu ändern. Und ich hoffe, dass das auch passiert. Herzlichen Dank. Und der letzte Redner zum Einzelplan 06, Inneres, Bau und Heimat, dazu gehört auch der Sport, der Bundesinnenminister ist für den Sport zuständig, ist jetzt Eberhard Ginger, der von der CDU-CSU kommt, der sportpolitische Sprecher. Herr Präsident, natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Anstieg im Sportetat um 23 Millionen auf nunmehr 193 Millionen ist ein wichtiges und richtiges Zeichen, insbesondere in Bezug auf die Spitzensportreform, die ja Ende 2016 vom Deutschen Olympischen Sportbund und seinen Mitgliedsverbänden beschlossen wurde. Der DOSB und seine Mitgliedsverbände sind in Vorleistung getreten und hier folgt nun die stimmige Antwort von Seiten des Bundes. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken. Einmal beim DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann und seinen Mitarbeitern, aber auch bei unseren Haushältern Klaus-Dieter Gröhler, Eckart Rehberg und nicht zuletzt auch Johannes Kahrs, der vor 2 Tagen gesagt hat, der Haushalt ist vernünftig und damit hat er vollkommen recht. Wir stellen nämlich die Athletinnen und Athleten und nicht zu vergessen ihre Trainer in den Mittelpunkt unserer Bemühungen und die aktuelle Anhebung der Fördermittel ist dahingehend als kräftige Anschubfinanzierung zu sehen, auf die wir weiter aufbauen müssen. Und insbesondere dann, wenn wir unseren Blick schweifen lassen in die Nachbarländer Russland, 1,24 Milliarden gibt der russische Sport für den Spitzensport aus, aber auch Großbritannien, Frankreich, Südkorea, Japan, alle investieren kräftig in den Spitzensport und dem müssen wir Rechnung tragen. Nun wurde der Athleten-Deutschland-Verein hier erwähnt und Martin Gester und Dagmar Freitag, ihr habt das richtig gesagt. Aber es ist doch vollkommen legitim, darüber intensiv zu diskutieren, ob wir nun einer Athletenvertretung innerhalb des DOSB die Gelder zukommen lassen oder einem Athletenverein außerhalb des DOSB. Wir haben uns nun für den Athletenverein außerhalb des DOSB entschieden und ich denke mal, wir werden hier durchaus nach 2,5 Jahren oder 2 Jahren eine Evaluierung durchführen und dann feststellen können, ob dies zum Erfolg geführt hat oder nicht. In jedem Fall kann eine internationale große Bedeutung hier durchaus der Vorläufer sein. Aber auch die Verbandsförderung erfährt einen Aufwuchs und nicht zuletzt auch die Angleichung der Förderung von dem olympischen Spitzensport und dem paralympischen Sport. Aber eines oder 2 Dinge sind mir sehr wichtig. Einmal, Dagmar Freitag hat es auch erwähnt, die Initiative der Deutschen Sporthilfe in die unmittelbare Athletenförderung. Das soll heißen, dass die Athleten, die eine Unterstützung erfahren, nicht nur während ihrer sportlichen Laufbahn und die sich jetzt nicht dafür entschieden haben, zur Bundespolizei, zum Zoll oder zur Bundeswehr zu gehen, sondern einen anderen Lebensentwurf gewählt haben, dass man denen im Anschluss an ihre sportliche Laufbahn nicht einen warmen Händedruck verabreicht, sondern auch tatsächlich eine materielle Unterstützung gewährt. Und schließlich ist es für mich auch wichtig, dass wir das IAT und das FES unterstützen. IAT, Institut für angewandte Trainingswissenschaft und FES, Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten.
Hier in diesem Bereich, wo wir im Spitzensport in den letzten Jahren festgestellt haben, es geht nur noch um Zehntel, um Hundertstel Sekunden oder Punkte, die zwischen Sieg, Medaille oder Blech entscheiden, haben wir hier in diesem Bereich der wissenschaftlichen Unterstützung noch Ressourcen. Und deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass wir diese 3 Millionen diesen Organisationen zur Verfügung gestellt haben. Übergeordnet gilt jedoch, wir wollen sportliche Erfolge nicht um jeden Preis. Und deswegen haben wir auch die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, mit 883.000 Euro unterstützt. Und für uns stehen neben Leistungen und Medaillen ganz klar Fairness, gegenseitiger Respekt, Anerkennung und vor allem der saubere Sport im Vordergrund. Und in diesem Sinne freue ich mich über den deutlichen Anstieg im Sporthaushalt und damit das verbundene Zeichen an unsere Athletinnen und Athleten und ihre Trainer. Ich bedanke mich. So, der Bundesinnenminister hat tapfer ausgeharrt. Sein Etat ist jetzt hier zu Ende gegangen. Es wird jetzt das Bundesministerium des Innern wird jetzt in zweiter Lesung hier mit Änderungsanträgen, die noch vorher abgestimmt werden müssen von den Linken. Nein, von der AfD, pardon. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Und Horst Seehofer, Sie sehen es hier schön, steht immer noch da und wartet ordnungsgemäß, bis sein Etat zu Ende ist. Und dann wird er nämlich nach Wien fliegen, wie wir das ja schon mehrfach gemeldet haben, um sich mit dem österreichischen Kanzler dort zu treffen. Jetzt ein Änderungsantrag der FDP, über den wird auch noch abgestimmt. Und Sie wissen es, die Haushaltswoche ist ja verkürzt worden um einen Tag. Also heute Abend bereits dann die Gesamtabstimmung des Haushaltes 2018. Und Horst Seehofer, wir hatten es am Anfang erwähnt, kriegt 40% mehr Geld, weil sein Ministerium einfach stark erweitert wurde durch Bereiche Bau und Heimat.